Boom! Also bin jetzt nicht mehr fluchen in dem Fall, oder? Jetzt kannst du erst recht fluchen. Jetzt kannst du recht fluchen. Kannst du nachher wieder rausschneiden. Schön, hey! Mr. JT! Hi! Hoi! Ich habe im Fall vorher, wo ich da oder bevor ich da gekommen bin, habe ich gemerkt, oh, ich werde ja gefilmt heute. Das gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Ich habe gedacht, Podcast ist bei mir automatisch auf Ton. Hey, das Problem haben sehr viel. Und ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Ich glaube, es ist wirklich einfach... Schau selber. ja, also... Weil ich sage es, ich schreibe es, ich schicke Links und so und irgendwann... Ich habe es ja gewusst. Ja, und vor allem, gerade bei dir ist jetzt nicht so das Problem, dass du vielleicht, wie wollen wir sagen, zu wenig aufgemacht könntest sein. Best Dressed, Liste, Schweiz... Das verfolgt mich im Fall heute noch. Wirklich? Ja, das hat mir der Jeroen van Rooyen eingepackt. Ja, Modeexperte. Modeexperte, Stilexperte. Man sagt ihm auch Stilpapst, wobei ich das immer so... 5 Franken Phrasenschwein finde, wenn man den setzt. Irgendwie. Stilpapst. Ja, ja. Das finde ich schwierig. Auf jeden Fall, er hat mir das eingepackt, glaube ich. Ja. Ja, er hat dir mal auf so eine Liste geknallt. Ja, hat das ja dann auch erwähnt. Es hat eine Teamentscheidung gegeben darüber und so weiter, aber es verfolgt mich seit dort. Weil ich weiss noch, wo wir mal so eine legendäre Agentur Jahresessen hatten. Und er so begeistert war eben ab Team Style. Er hat noch irgendeinen Kommentar dort gemacht. Ist das wahr? Das habe ich verdrängt im Fall. Doch, er ist eh grossartig drauf gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber wir sind... Ich glaube, wir alle. Aber wir sind zusammen in einem Taxi gewesen, wo wir noch dürfen, ohne Maske zusammen in ein Taxi steigen. Oh, schöne Zeit gewesen. Ja, und dann fahren wir durch die Langstrasse und also nein, schau mal, wie sie da alle draußen stehen. Wenn ich könnte, ich würde jeder von denen einfach 100 Franken geben, damit sie das nicht machen muss. wir sind schon verreckt von Lachen. Und er meint es ernst. Ja, eben. Und danach hat er am Taxifahrer gesagt, sie, ist es, ich kann nicht nachmachen, darum probiere ich es gar nicht. Aber er hat irgendwie gesagt, ist es cooler, wenn man keinen Sicherheitsgurt anhat? Als Taxifahrer. Weil der andere auf so einen Klicker hatte. Ist er einer von denen gewesen? Nein. Ist es cooler? Ja, aber das ist ja, vielleicht, um das noch schön ausführen, der Hintergedanke hinter dem Move, dass du sagst, es ist mir zu dumm, mich den ganzen Tag immer aufs Neue anzugurten. Ja. Ich tue jetzt einfach den Stecker dort reinstecken, mit dem Wissen, dass ich damit vielleicht mein Leben verkürze. Ist ja schon noch spannend, jetzt rein philosophisch. Aber ihm ist es wahrscheinlich weniger um das gegangen, als mehr um den Coolness-Faktor. Oder genau, so um Stil. Ja, nein, Stil. Es ist mehr um den Sicherheitsaspekt gegangen. Weil das habe ich jetzt noch lustig gefunden, dass der Sicherheitsgurt, da habe ich jetzt irgendwelche so alte Berichterstattungen gesehen, wo der gekommen ist und obligatorisch worden ist im Auto, dass die Reaktion etwa gleich war wie auf der Maske. Auf die Maskenpflicht. Ja, so, ja, genau, da habe ich auch irgendwo gelesen, den Vergleich irgendwie. Lass mir doch sicher eine Freiheit nehmen, um zu bestimmen, ob ich jetzt mich angeboten oder nicht irgendwie im Auto. Stimmt. Aber jetzt muss ich noch nachhaken. Yeah. Das Agentur-Essen, ist das legendäre im damaligen G61 noch? Ja, weil wir sind zusammen mal in der gleichen Agentur gesehen. Muss ich vielleicht auch noch sagen. Mit noch Kollegen wie der Marco Fritsche. Jacob eben, Fritsche bei dir gewesen, da, gell? Genau. Jeroen. Kurt Eschbacher. Ja. Nick Hartmann, Steffi Buchli, Tama, was ist alles noch gesehen? Wie sie alle heißen. Ja, also ist halt eine grosse Moderatorenagentur. Die größte? Ich meinte, die größte. Andreas Konrad. Sicher in der Deutschschweiz, ja. Und dort hat man irgendwann gefunden, man macht so ein Sommerfest. Und ein Jahr davor habe ich nicht können, du bist gesehen. Und dann ist das ist wirklich legendär gewesen, weil eben gewisse haben ja dann selber noch gefunden, sie tun Bierzapfen. Bierzapfen, wenn es da keine Namen nennen. Ist dann nachträglich erzählt worden, ich sehe das gesehen. Ah, oh, ja. Von wem? Von ihm. Ja, ja. Aber, das ist, aber ich weiss noch, ich habe dort bei dir gepennt und dann oben. Ja, sehr gut und möglich, es hat geendet, dass wir in die Gräbli-Bar sind. Und dort habe ich wirklich noch irgendeinen Drink gehabt, oder ein Bier oder keine Ahnung was. Und dort habe ich irgendwann einfach gesagt, ich bin zu voll, ich muss jetzt heim. Und mehr habe ich nicht mehr können sagen. Ja. Und dann sind wir gegangen. Ja. Du hast gefunden, okay. Das tut nach Gräbli-Bar. Du hast gemerkt, das ist, glaube ich, auch okay jetzt. Wir waren nicht vorher noch in einer Zwischenstation im Maskott gewesen.
Wir sind, glaube ich, in 7 Zwischenstationen gesehen, aber ich weiß es nicht. Mascot würde dann den Kreis wieder schliessen mit dem Freddy Burger Management, wo unsere Agentur jetzt dazu gehört. Ja. Yeah. Und der Udo Jürgens, der ja im Mascot oben rein quasi seine Heimstätte hat. So zu sagen, ja. Oder? Ja. Weiss man, was aus dieser Wohnung geworden ist? Die muss ja legendär sein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, unbewohnbar, weil es, glaube ich, an 35 Grad wird im Sommer. Es ist sau. Wirklich? Ja, ja gut, du kannst ja fucking AC reinknallen und fertig. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwie wieder der Heimatschutz, der da kommt. Und musst irgendwie noch eine ganz spezielle Schifferart nehmen, irgendwie für irgendetwas gibt es da sicher. Die Millionen könntest du verlachen. Aber der Kreis schließt sich. Immerhin musst du keine Satellitenschüssel mehr dran knallen. Das ist, früher hast du das immer noch müssen. Wenn du eine geile Wohnung hast, wollen haben. Ist das so? Ja, dann hast du ja oft eine Satellitenschüssel gehabt, damit du das geile Fernsehen hast. Aha, so meinst du? Ja? Aha, ja, nein, das musst du jetzt definitiv nehmen. Ja, aber stell dir das vor 15 Jahren war das noch fast ein Mandatory gewesen, wenn du gesagt hast, ich will irgendeinen geilen Fernsehsender sehen, der ein bisschen größere Radios abdeckt. Mit wie viel bist du aufgewachsen? Mit wie vielen Sender? Ich behaupte, also ich erinnere mich an 9. Ich weiß, es sind mal sogar noch weniger gesehen. Mhm. Aber ich behaupte, also die Fernbedienung hat gelangt, ohne dass du hast zweimal eine Zahl drücken. Ja, genau. So, ja, das weiß ich noch. Gleich gesehen. Und zwar logischerweise zuerst einfach nur, wie hat es offiziell geheißen? SFDRS? Am Anfang wahrscheinlich, oder? Ja. Und aus dem dann? Und dann ist aus dem SF1 und SF2 geworden. Weil, Fun Fact, für das habe ich ja damals Werbung gemacht. Für die Splittung? Ja, für SF2. Weil der Vater hat bei SF1 moderiert. Aha. Und dann haben sie gesagt, hey, wir wären junge Nachkömmlinge von den bekannten Moderatoren. Tina Massafred hat auch so eine Werbung gemacht. Und die sagen dann so selbstironisch, in meinem Fall ist es gesehen, wenn mein Vater, frag mich nicht, Gianna Nannini zu Gast hat auf SF1, dann schaue ich viel lieber das und das auf SF2. Nein, also, da, aber ich bin irgendwie 9 gesehen mit meinem Chappy und dem langen Haar. Und ich habe, ich weiß nicht, die haben jetzt einen coolen 90s-Filter drauf, da, das alles so grün gesehen ist. Aber bei mir haben sie da gar nicht müssen drauf knallen, weil mir schon so kotzübel gesehen ist in dem engen Raum und wahrscheinlich irgendwie aufgeregt und keine Ahnung was, dass ich vor dem Leutschenbach-Studio habe ich in den Graben gekotzt, als irgendwie 9-Jähriger. Oder 8-Jähriger. Also nicht im übertragenen Sinn, sondern... Nein, wirklich einfach ein bisschen... Okay. Aber nur kurz. So. Ja. Und dann bin ich wieder rein und dann haben sie gesagt, hey, Vollprofi, hä? Aus dem wird mal etwas. Weißt du? Sie haben es gesehen, dem Fall, oder wie? Ja, sie haben einfach gewusst, der Vater ist mit mir raus und irgendwie 20 Minuten später bin ich wieder gekommen. Und das ist dann eben... Den Weissabgleich müssen neu machen, weil ich ein bisschen bleicher war als vorher. Eben, das Grün ist dann eigentlich schon passiert. Aber nein, und darum, dann ist der SF2 geworden. Ja. Dann weiß ich noch, dann ist ja irgendwann... Es hat irgendeine... Vielleicht weißt du das noch, der alte Medienhase, Christoph. Schweiz 4, S4. Oh. Irgendwas hat es jetzt mal gegeben, gell? Ja, da hat es einmal gegeben. Schweiz 4, S4 oder irgendwie so. Ist das nicht, wo der Vorlauf drauf war, mit Faller Live? Nein, das ist dann eben TV3 gewesen. Okay, eben. Und dort haben sie ja dann so ein tolles Spiel gemacht, mit dem hast du Sendezeit können füllen, dass die Leute, ich weiß nicht mehr, wer, ich glaube Karin Lanz oder so, falls nicht sie war, tun ihr Unrecht, tut mir leid, aber ich glaube Karin Lanz ist zu Leuten heim und hat gecheckt, ob sie das TV3 auf dem 3 programmiert haben. Und wenn ja, hat es, frag mich nicht, irgendwie Viskas Päckchen geben oder keine Ahnung was. Ja. Wirklich? Mhm. Dass du dich noch an das magst erinnern? Und dann eben Tessiner und irgendwie halt die ersten Deutschen. Also Walschi, Tessiner. Walschi, Tessiner und die ersten Deutschen habe ich glaube noch auf dem Sender gehabt. So. Wie viel hast du gehabt? 5. 5? Ziemlich sicher genau 5. Und auf dem 2 ist dann irgendwann eben, wo das 2 dann da war. Ja. Yeah. Baywatch einmal gekommen. Und die 5 Jungen oder so. Mhm. Und ich bin daheim gehockt und habe Baywatch geschaut. Das war mein Ding. Und dann eben zum Zurückkommen auf den ursprünglichen Punkt, dann irgendwann ist mal die Schüssel gekommen, wo aber die Hälfte von der Zeit nicht funktioniert hat irgendwie. Vor allem immer in den dümmsten Moment. Immer eben so Fußball
Euro-Halbfinale oder irgend sowas. Irgendwie so. Und dann gewittert es. Aber dort schon. Ja. Dort schon der Quantensprung oder der gefühlte Quantensprung von irgendwie den 5 auf die, weiß nicht, was es sind, 100 Sender oder so. Mhm. Wenn du es jetzt irgendwie heute einem 10-12-Jährigen sagst, dann denkt er, puh. Und vor allem, nein, vor allem der größte Quantensprung ist eigentlich gesehen mit denen Sender, die du nicht gewusst hast, dass sie gibt. Mhm. Als ich in Südfrankreich gesehen bin, und dann bin ich auf einmal auf, als 12-Jähriger bin ich auf einen Sender gekommen, wo ich gesagt habe, zwischen den Beinen kann man auch das machen. Du bist aufgeklärt worden eigentlich in Südfrankreich. Und das Geheimnis ist gesehen, das war ein grosser Raum gesehen. Und ich bin auf dem Sofa gesehen und der Fernseher war auf mich gerichtet. Und hinten dran sind alle Erwachsenen am Nachtessen gesehen. Und ich bin so am Durchzappen und auf einmal sind zwei Hardcore-Vögel. Und ich so, jetzt möglichst unerkannt weiterzappen. Dass es ja nicht auffällt. Aber es ist eigentlich nur logisch, dass es bei den Franzosen war im Fernsehen, oder? Natürlich. Und weißt du was? Für sie ist es ein ganz normaler Channel gesehen. Abend um 6 Uhr. Ja, abend um 6 Uhr wahrscheinlich. Zwischen der Kinderstunde und mit den Nachrichten oder so irgendwie. Gibt es einen Joke von Gad Elmaleh, wo er sagt, you people, you always have friends with benefits. Mhm. It means you have friends, but you also have sex. Mhm. In Paris, we call that friends. Ich hoffe, er ist von ihm, weil nicht alle sind von ihm, leider. Aber ich hoffe, er ist von ihm. Ja. Ist das so einer? Leider. Okay. Ist das eigentlich dir schon mal passiert, so Jokes geklaut worden? Gefährliches Subject in der kleinen Schweizer Szene. Ja. Yeah. Jo, geklaut, nein. Inspiriert. Hast du andere Leute inspiriert? Es ist schwierig. Nein, oft ist es natürlich so, dass jemand Bekanntes einen ähnlichen Gedankengang hat und dann hat man automatisch von dem gestohlen. Eine Prämisse? Ja, ich habe mal müssen mich ein paar Leute rechtfertigen gegenüber, weil sie das Gefühl haben, ich habe von Felix Lobrecht gestohlen. Und ganz wirklich, also natürlich auch ein bisschen subjektiv gefärbt, aber ganz ehrlich, seine ist nicht so gut gewesen wie meine. Ja, das, weißt, das, die Idee ist die gleiche, aber was er damit gemacht hat, habe ich nicht sehr originell gefunden. Ja. So. Deine hast du origineller gefunden? Ja, immerhin habe ich ein bisschen mehr daraus gemacht. Es ist um Telefonnummern gegangen, wenn Menschen in einem komischen Rhythmus ihre Telefonnummern sagen. Ja. Und dann das eine Lustige ist, dass man das dann vorspielt. Mhm. Das haben wir plus minus gleich gemacht. Ich habe irgendwie einfach so halt die falsche Betonung gemacht. Und er hat irgendwie, weiß nicht, was er gemacht hat, 12.355. Okay. Irgendwie so. Und nachher hat sie Joke auf gesehen, kannst du ja gleich löschen, sowas. Okay. So. Ja. Und ich habe es ausgespielt mit irgendwie, dass ich dann meine Antwort auch in einem komischen Rhythmus gesagt habe. Mhm. Weißt du? So, viel zu technisch, interessiert keine Sau. Das ist ein Comedy-Podcast von dem her. Ja. Ich habe mich schon gefragt, dass du mich einlädst da. Wieso? Der wahrscheinlich... Der Giesler ist auch da gesehen. Stimmt. Der Fritsch auch. Aber der ist... In der Tabu, der Baschi, Leben der Kunz. Wird der Giesler Kabarettist. Und die anderen, die du aufgezählt hast, sind es auch irgendwo durch. Ja, aber du bist ja auch sehr, sehr entertaining. Du hast eine Satire-Sendung moderiert bei Joyce immerhin. Nein. Doch, natürlich. Das waren satirische Nachrichten. Neues? Ja. Neues auf Joyce. Vielleicht tue ich mich da offenbaren. Ich habe das nie als Satire-Sendung empfunden. Für dich war es bitter ernster Journalismus. Und ich habe gefunden, leck, ist das lustig. Nein, ich hätte es jetzt als... Popkultur. Ja. Popkultur Newsflash oder so, ich würde bezeichnen. Das ist ja genau der Podcast. Feel Good Podcast, der Podcast mit Feel Good Comedian Joel von Mutzenbecher und spannenden Menschen aus der Unterhaltungsbranche. Okay, da sehe ich mich. Siehst du? Ich habe noch an dich müssen denken, während. Jetzt habe ich gerade sagen, während Corona, aber wir sind ja immer noch mit drin, da muss ich das anders formulieren. Während dem ersten O von Corona. Ja, so. Ja, wahrscheinlich, so der erste Ausflug. Und zwar habe ich ein Event moderiert, einen von den wenigen, die es noch gibt, mit diesen speziellen Situationen und was ist es, Social Distancing, Vorschriften und so. Ein Autokonzert Open Air. Ja. Mit dabei
am einen Sonntag und dermaßen schnell ausverkauft war, dass er zweimal gebucht worden ist. Pocher. Hey. Mhm. Und was er in Tat und Wahrheit gemacht hat, ist mit der ganzen Sippe dort eingefahren und mit seiner Frau einen Podcast aufgenommen auf der Bühne. Mhm. Fertig. Ja. Und für mich als Moderator, der da quasi den roten Faden gebildet hat, war es unglaublich spannend gewesen, um den Direktvergleich zu machen, eine Woche vorher, am anderen Sonntag, Michael Mittermeier. Ja. Wo, jetzt, ich würde nicht sagen, mein persönlicher Held ist, aber ich bin mit dem aufgewachsen und irgendwie, wie hat die geheißen, Zoom oder so, irgendwie ein Programm. Zappt, genau. Ja. Mit dem auf Südfrankreich hin im Auto gefahren bin und meine Eltern wahrscheinlich zur Verzweiflung gebracht haben, weil ich es auf und ab gelassen habe. Und den habe ich wirklich sehr, sehr cool gefunden dort mal. Und dann eben eine Woche später den Pocher. Und zu sehen, wie, das ist jetzt eine mega ausschweifende Einführung, aber ich habe es einfach spannend gefunden, wie der Mittermeier das angeht, halt wirklich als Stand-Upper und als Gig. Ja. Und der Pocher, wo irgendwie jetzt quasi durch das ganze Wendler-Zeug, wo ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen habe, dass es, was es ist und um was es geht, aber auch, dass es passiert, das habe ich gecheckt, seine zweite Frühling hat. Dritte. Und seinen Podcast aufnimmt. Und ich bin so dort am Zulassen gewesen und bin auch so zu den Autos runtergestanden, um das mal als Gast erleben. Und ich habe es nicht begriffen. Ja. Yeah. Und vielleicht kannst du das ein bisschen leichter reinbringen für mich, weil ich habe wirklich gedacht, das also... Also, der Pocher ist natürlich eine wahnsinnig spannende und faszinierende Persönlichkeit. Und nicht im Sinn von, wenn da einer Raum hineinläuft, sagt man, oh, was ist das für ein Typ? Sondern oft vielmehr aufgrund von seinem Willen und seiner Hartnäckigkeit und seinem Durchhaltevermögen vor allem. Ich glaube, bei der Rechtsstreit jetzt meinst du, oder was? Ja, alles. Nein, aber... Also nur von dem erzählt, gefühlt. Irgendwie, ja, ja. Dass jetzt alles vor Gericht ist. Nein, vielmehr halt einfach dranbleiben im Sinn von, ich glaube, einmal erfolgreich werden ist einfacher als zweimal und dreimal. Dass du, weißt, dass du relevant bleibst, oder besser gesagt, dich wieder relevant machst. Also weißt, dem seine Karriere ist ja eben dreimal tot gesagt worden. Wenn man wirklich Trash-TV gemacht hat und es geheißen hat, der kommt nie mehr. Und irgendwie, trotzdem eben mit Durchhaltevermögen, sagt, ich ziehe das irgendwie durch. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Weil ich bin mit, was weiß ich, 14, 15 oder so, bin ich recht Pocher-Fan gewesen. Dort hat er gerade Rent a Pocher gemacht und so. Genau. Ja. Mega geile Sendung gefunden. Riesig war dort, oder? Er hat dort schon die Leute gespalten. Ich weiss noch, wir sind in einem Schullager gesehen. Und dann ist eben Donnerstag oben, es läuft Rent a Pocher und dann macht er seine ersten 5 Jokes. Und wirklich auf so die eine Hälfte ist schon so, oh mein Gott, was ist das für ein Kotzbrocken? Und ich habe es irgendwie so, dort nicht zu offensichtlich gezeigt, aber ich finde es noch recht geil. So. Was denn, kannst du es noch benennen, was du geil gefunden hast? Das ist so frech gesehen. Das ist geil gesehen. Eben als 14, 15-Jähriger habe ich das geil gefunden. So dreist, so frech, so, wow, das stresst jetzt nicht. Irgendwie, ich habe mal gesehen, bei der Anke Engelke, wo die mal kurz eine Late-Night-Show hatte. Und dann ist einer von den Spice Girls, Jerry Halliwell, ist dort gesehen. Ja. Und dann hat er wirklich einfach, der hat er voll reingehauen mit so Sprüchen von wegen, die eine die passt zweimal in die andere und weißt du, alles so Zeugs. Und du denkst so, die Balls, die du musst haben, dass du das sagst, während eine nebendran sitzt. Und bei der Mariah Carey hat er mal gesagt, Presswurst, weil sie irgendwie jetzt in einem zu engen Kleid war. Yeah. Und so weiter und so fort. Und das ist einfach das faszinierend, weil es ist so, eben so das Spiel mit dem Feuer sozusagen, oder? Und das habe ich damals geil gefunden. Und ich bin ein oder zwei Programme von ihm geschaut. Und das muss ich auch heute noch sagen, er ist ein guter Performer. Ich glaube jetzt nicht, dass er eben ein wahnsinniger Stand-Upper ist, in dem er Mittermeier ist. Stand-up zu 150%. Yeah. Mittermeier hat schon x-tausend TV-Sendungen und was weiß ich abgesagt. Und er gesagt, das passt nicht ganz, stimmt nicht richtig. Der hat jetzt seine erste eigene Fernsehsendung und auch nicht, wir ballern jetzt auf RTL Samstag oben gross raus, sondern auf einem offiziellen, ich weiß nicht welches, wahrscheinlich BR sogar, Bayerischer Rundfunk. Also auf jeden Fall irgendein Dritte von den Deutschen. Ja. Wo aber gut zu ihm passt, wenn man es jetzt so hört. Wirklich ist, ich mache zuerst 20 Minuten Stand-up zu der aktuellen Lage, geil, so wie ich will, und dann kommt der Gast und mit dem schwätze ich ein bisschen und fertig. Ja. So. Und wo er sagt,
genau das kann ich mir vorstellen, genau so habe ich es wollen, mhm. und sonst mache ich es nicht. Mhm. Und der Pocher ist natürlich viel mehr, dass ich will auf irgendwie stattfinden. Und darum ist ein Mittermeier zu 150% Stand-up, der denkt immer in Jokes, der überlegt sich immer neue Bits, blablabla. Und der Pocher kriegt auch viel geschrieben, hat mit vielen zusammengeschrieben und performt das oft irgendwie. Mhm. Und der Pocher hat natürlich eine unglaubliche Gabe von der Schlagfertigkeit und hat irgendwann dann gemerkt, dass das erlangt. Ich muss gar keine Programme schreiben. Ich gehe jetzt auf die Bühne, ich tue von dir das Facebook-Profil aufmachen. Genau, so hat es gewirkt. Voilà, schreib dort jemandem etwas Beleidigendes. Ja. Komm, ich lüte schnell deine Mutter an. Ja. Und so, oder? Er hat dann irgendwie irgendeine Influencerin, die ich nicht mehr kenne, aus der Schweiz, die er irgendwie einmal fertig gemacht hat. Ja, ja, ja. Und die ist dann auf die Bühne gekommen. Mhm. Und seine Frau sagt dann, oh, es ist brutal heiß an dem Tag. Ja, es ist ein bisschen heiß jetzt in der Hose und so. Und ich dachte, was? Mhm. Wirklich? Ja, aber eben, dann ist irgendwann alles den Bach abgegangen. Und dann hat er irgendwie als DJ geschafft in Mallorca, hat er da irgendwie seine EDM-Scheiße aufgelegt und so. Tönt nach Michaela Schäfer. Es ist wirklich einfach eben, das ganze Programm durchnudeln. Und keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber ein Türsteher von Basel, der recht in Maschinen ist, hat gesagt, er hätte ihn mal in Mallorca angesprochen und gesagt, was ist eigentlich mit dir passiert? Und so wie dem seine Statur ist, kann ich mir aber noch vorstellen, dass der das macht. Und er sagt, was willst du so eine 1,70-Dude denn mir machen? Oder? Ja. Und dann sieht er dann aber auch mega ehrlich gesehen und gesagt, look, Deutschland und Medien und so schnell wie sie die aufhauen, tun sie dann auch wieder runtertrampen. Ja. Und das gehört wieder zu. Und also irgendwie hat irgendwie noch einen schlauen Umgang damit. Also ich glaube, er checkt, dass er das nicht muss persönlich nehmen. Und darum kann er dann eben durchhalten, weil er hat dann auch irgendwelche YouTube-Channels gehabt, wo keine Sau geschaut hat und dort nochmal Rent a Pocher gemacht. Also weißt du, was du musst einfach eben zu gut heißen, der schafft sich zu tot. Dann macht er wieder irgendetwas. Und dann hat er irgendwann wieder etwas gefunden, wo er reintappen kann. In dem Fall, er hat wieder etwas gefunden, wo er dissen kann. Mhm. In dem Fall sind es Influencer und eine Zeit lang der Wendler. Mhm. Aber die lieben sich ja trotzdem, alles easy, bla bla. Mhm. Wo auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Dass man sich darüber lustig macht. Yeah. Ja, weil das ist so ein bisschen das Problem gewesen mit der Zeit. Und der Filter hat er nie gehabt. Und jetzt erzähle ich wirklich ein bisschen Insights, aber... Ich weiß von einem RTL-Sommerfest, wo. Ich darf jetzt nicht sagen, wer mir das erzählt hat, aber. Quellenschutz. Wo. Ja, sie ist Moderatorin und sie hat. Nein, los jetzt. Sie hat. Was hat sie gehabt? Ich glaube, Hirnschlag. Aha, wo? Ich hätte gemeint, du redest von deiner Quelle. Nein. Aha. Nein, sondern damals. Das ist, ich glaube, sie ist sogar Sportmoderatorin gesehen. Okay. Bei ARD oder so. Und hat einen Hirnschlag gehabt und ist dann aber zurück ins Fernsehen irgendwann und hat wieder moderiert. Aber halt mit leicht sprachlichen Einbußen. Ja. So. Und die Person, die mir das erzählt hat, mit dem Pocher sogar geredet an dem oben und hat mit ihm darüber geschwätzt, von wegen, das Problem ist, du musst dich irgendwann musst du dich ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Du kannst nicht immer einfach nur auf Leute trampen und das tut sich ausleiern. Und mit der Zeit, der wird ja auch älter, er ist irgendwann ja nicht mehr der junge Freche, sondern so der 35-Jährige, wo dann eben so sagst, wieso tut der 35-Jährige so heftig gegen irgendjemanden schießen? 19-Jährige. So. Und dann so, ja, du hast voll recht und bla und bla. Und eine halbe Stunde später hat er wirklich vor versammelter Gesellschaft deren ihre erste Moderation nach dem Hirnschlag vor allen Ohren gemacht. Mm. Und sich einfach komplettestens darüber lustig gemacht. Ja. Aber es passt zu dem Bild, das ich dort an dem Tag habe. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist oft irgendwie, in so Sachen ist dann oft so, Hauptsache, ich mache etwas. Ja. Also eigentlich weil, Business Moves in dem Sinne. Wird einfach weil die Person hat dann auch gesagt, die Hälfte hat gelacht. Also weißt du, das ist dann das Tragische daran. Du findest ja in irgendeiner Art und Weise ein Publikum für das. Offensichtlich. Ja. Zweimal das Ding ausverkauft irgendwie. Und das ist eben das Paradebeispiel. Jetzt hat er sich wieder raufkatapultiert, weil vor einem Jahr hast du, glaube ich, jedes Ticket geschenkt gekriegt, wenn du ihn hast wollen schauen, damit überhaupt jemand kommt. Und jetzt kannst du Open-Air Drive-In ausverkaufen und noch eine Zusatzvorstellung machen. Und darum, ich wollte eigentlich gar nicht fest, wie will ich sagen, urteilen über das, sondern vielmehr den Mittermeier loben. Weil der Mittermeier ist auf der einen, der macht das seit Jahrzehnten, und zwar einfach, weil er Freude daran hat. Und dem ist völlig egal, ob jetzt eine Tour mehr Leute kommen, oder eine Tour weniger,
jemand grundsätzlich weniger Zuschauer hat, als wo es mega abgegangen ist, dann akzeptiert das. Mhm. Und du hörst von anderen in Deutschland, die mega erfolgreich sind und jetzt schon Krise haben, weil sie wissen, es wird nicht immer so sein. Ja. Weißt? Ja. Und vergleichend sagen, wieso hat der mehr Tickets dort verkauft als ich und bla und bla. Und der Mittermeier ist so ein Paradebeispiel von, ich bin auf meiner eigenen Reise und ich habe die Freude ab dem, was ich mache. Er ist für den Marathon und nicht für den Sprint dabei. Mega. Könnte man sagen. Ja. Oder? Ja, ja. Das finde ich sowieso noch schön. Ich habe das in letzter Zeit immer wieder gelesen. Am Marathon denken, jetzt allgemein, wenn du irgendwo im Showbusiness oder irgendwo in der Unterhaltungsbranche dabei bist, mhm, wahrscheinlich allgemein im Leben kannst du das wahrscheinlich nehmen. Weniger das, als mhm, nicht irgendwie als kurze, schnelle 15 Minuten auf Fame und dann wieder weg. Mhm. Ich renne nicht gern, darum habe ich es halt immer mit Formel 1 verglichen und habe gesagt, es ist ein Grand Prix, kein kurzer Rennen. Ja, 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 schön. Ja. Aber ja. Wie geht es doch sowieso mit dem, bist du immer noch auf dem Green Juice, Juices, Slim Fast Diet? Also der Christoph hat ein paar Cookies an hier, ja, und ich sage mal so, es sind vorher noch ein paar mehr gesehen. Okay, also bist du wieder rückfällig geworden? Nein, also rückfällig. Nein, sondern also was ich immer noch fix mache, ist, dass ich find jeden Begriff dafür richtig kacke. Ob 8-16 oder Intervallfasten. Ja. Ja, oder Intermittent Fasting oder irgendwie. Whatever the fuck. Ja. Also es ist eigentlich sehr simpel. Für meinen Lebensrhythmus funktioniert es perfekt. Mhm. Ich esse nicht vor der Eins und dann esse ich einfach nochmal zur Nacht. Fertig. Also zur Nacht und das wird spätestens 9 Uhr sein. Mhm. Eher 8:30, 9 Uhr. Ja. So, das mache ich fix. Und dann gibt es Wochen, wo ich bei dir schaue und sage, eben Juice und Salatli und eigentlich kein Zucker und so. Und dann gibt's aber, habe ich gemerkt, ganz wichtig für die Mental Health. Oh, Achtung. Nein, ohne Scheiß, du hockst allein in der kalifornischen Wüste und probierst ein Programm zu schreiben. Dort hat es ja angefangen, oder? Mit dem Ganzen. Viel früher schon. Aber dort ist zum Beispiel dann eben der Punkt, wo du sagst, vierter Tag. Und ich koche da irgendwie voll Reis mit ein bisschen Gemüse und solchen Sachen. Ja, eben. Das macht mir keinen Spass, mhm, und das hilft der Kreativität nicht. Mhm. Und dann halt schnell ins Auto steigen, 20 Minuten fahren, bis irgendwie wieder mal ein paar Gebäude kommen. Mhm. Und das goldige M. Sich ein Big M reindrücken. Und dann in der Tankstelle noch so ein Apero-Plättchen mit ein bisschen Käse und Salami kaufen. Hat mir einfach gut getan. Und dann Red Bull zum Abend spielen. Und dann bin ich einfach wirklich, blöd gesagt, eben psychisch happy gewesen. Mhm. Und dann habe ich auch viel besser können schreiben. Also ich habe gemerkt, ich muss ab und zu muss ich auch irgendwelche Gelüste nachgeben, damit dann die kreativen Juices am Flowen sind. So. Man muss dem Körper etwas gönnen, damit die Seele Lust hat, um drin zu wohnen. Wie auch immer, ja, genau. So. Das hast du sehr schön gesagt. Gell? Ja. Das ist eine von meinen Standardmoderationen. Wenn ich irgendwie Tagig moderiere, wenn es ins Mittagessen reingeht, der ist gesetzt. Nach dem Mittag zumindest oder vorher. Aber deine Familie ist ja eh bekannt für gute nicht einmal Floskeln, sondern einfach so, wie nennt man das? Leitsätze. So? Bitte helfen Sie nicht, das Leben ist schon schwer genug. Das ist mein Vater, der die Sprüche hat. Ist mir mal gesagt worden, ja, dass das oft in der Familie Thorner. Ja, oder ich gebe am Mittag im Personalrestaurant, wenn es ums Gemüse geht, wenn wir gerade schon beim gesunden Essen sind. Ja. Danke, ich muss noch fahren. So, ja, ja, genau. Ja, ja. An dieser Stelle Noah vom Personalrestaurant. Ich liebe dich. Das ist auf jedes Mal. Das ist irgendwie ein Geschenk da oder so. Das sind ja die. Also, Ich finde das, und ich beziehe es jetzt nicht auf deine Familie, aber so grundsätzlich, es gibt doch so klassische Schweizer Sprüche. Weißt du, irgendwie bist du an einer Gartenparty und irgendwie der eine hat mal gesagt, du bist das wie vom Bodensee, weil ich immer den Boden sehe. Oder irgendetwas, weißt du, also, oh mein Gott, aber irgendwie, mir amüsiert es trotzdem immer. Das sind die Gesprächs Allround-Evergreen-Sprüche, oder? Die kannst du irgendwie immer bringen. Yeah. Also, ja. Ja. Nur, es ist, wie es ist, gell? Aber was nicht gut ist, zum Bleistift. Zum Bleistift statt zum Beispiel. Weißt du, wenn die Leute sagen, ja, zum Bleistift. Ja. Habe ich jetzt so glaubt, im Fall noch nie gehört. Sieg vor. Der geht nicht. Spontan ist so eine. Ah ja, ganz spontan. Spontan. Ja. Auch eher schwierig. Ja. Aber was ist es? Ist es das Unwohlsein in einer Diskussion? Nein.
den Ausweg herausfinden, so einen schönen Türöffner, um irgendwie verrauschen können. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie auch so ein bisschen der Wunsch, stattzufinden, habe ich das Gefühl. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Schweizer, andersrum, Finnen können, glaube ich, Gesprächspausen von bis zu 30 Sekunden haben, bis es unangenehm wird. Mhm. Und bei den Schweizern ist es irgendwie viel, viel weniger. Wirklich? Und vielleicht hat es auch mit dem zu tun. Also die Finnen schweigen sich wahrscheinlich in einem kalten Winter auf da, weil sie nicht mehr sagen haben, in deren keine Bäuschen und so. Gerade weil ich sage, kommt natürlich auch darauf an, die Finnen hocken viel mehr in der Sauna und dort wird nicht geschwätzt. Vielleicht hält das dann auf die Statistik. Weiterer spannender Punkt, wird nicht geschwätzt in der Sauna? Nein, ich komme so! Schwätzest du in der Sauna? Tust du überhaupt saunieren? Ich tue saunieren, ja, weil meine Eltern haben daheim jetzt eine. Das ist ein Verb. Saunieren. Ich sauniere, du saunierst, wir saunieren. Ja. Meine Eltern haben jetzt eine gebaut daheim, so eine Sauna. Ja, die muss zuerst 2 Stunden vorher eingeführt werden. Ja. Und dann sind wir dort am Saunieren. Ja. Und da wird dann halt geredet über Gott und die Welt. Also, aber es ist auch meine Familie. Also, wir kennen jetzt auch schon eine Zeit. Vor 5 Jahren hatte ich gesagt, weißt du, was auch 2 Stunden vorher muss eingeführt werden? Aber ich sage es jetzt nicht. Oh. Jetzt bist du ja doch schon über 30 halt, gell? Dann kützelt er nicht mehr so unter den Fingernägeln. Ja, doch, natürlich kützelt er. Aber irgendwann findest du ja. Ist gut, hast du nicht noch gesagt. Ja. So der Vollständigkeit halber. Für dich. Oder? Genau. Wir machen dann Thema-Hopping. Sauna, tust du doch nicht schwätzen mit Leuten? Ja, mit der Familie. Ich würde jetzt nicht dort in Zürich in eine Sauna gehen, in eine öffentliche, und dann irgendwie eine Diskussion vom Zaun brechen über... Du, der Hure Covid, hä? Gut, bei mir wäre es ein anderes Töne. Du, sag mal eine Art da. Eine Art. Covid da. Nein, noch besser. Zuerst mal, hast du dich auch schon gefragt, warum? Überhaupt. Dass ich den Mainstream-Medien immer noch... Hä? Da Quelle, gell? Ja. Bist du jetzt auch schon Opfer geworden von Kleidershaming im Studio? Weil während der Corona-Krise gewissen Moderatorinnen und Moderatoren attestiert worden ist, sie würden sich nicht im Ganzen so rausputzen, weil ja Corona ist. Ich hatte kurzzeitig Bedenken gehabt, dass ich der Auslöser war. Ich glaube, ich bin es auch immer noch. Ja, du bist ja ab und zu mal in der also Jogginghose, ich sage jetzt mal, in der bequemeren Hose im Studio. Ich muss da vielleicht noch geschwind vorgreifen. Es ist ein Mail reingekommen, gerade nachdem ich eine Woche lang den Nachmittag moderiert habe. Mhm. Und am Nachmittag ab 12 Uhr bis 3 Uhr ist man live auf SRF 2. Ja, dann sehen Sie alle, ja. Das ist etwas, was man im Vorhinein nicht realisiert. Dass es vom normalen Livestream, der immer zu sehen ist auf srf3.ch, ja, dann einfach ungemein viel mehr Leute schauen. Mhm. Und Leute mir dann auch geschrieben haben, wo es irgendwie, keine Ahnung, auf dem Bau in den Baracken am Bildschirm haben, wo SRF 2 läuft und mich gesehen haben. Und der Turner dann halt irgendwie sich wieder kratzt hat, wo er nicht soll oder so irgendwie. Auf alle Fälle ist das Mail nach dieser Woche gekommen. Mhm. Und also Trainerhose bin ich sicher nicht. Das weiß ich, das mache ich nicht. Aber kurze Hose habe ich angehabt und ein Käppchen. Mhm. Und mir ist einmal mehr wieder vor Augen geführt worden, dass es gewisse Sachen gibt, stilistisch in der Schweiz, die nicht gehen. Also ich könnte vieles eigentlich, glaube ich, erzählen am Mikrofon, aber wenn ich weisse Socken anhabe, ich habe noch nie so viele Rückmeldungen auf eine Fernsehsendung bekommen, wie im Festival Sommer 2019. Wo du weisse Socken angehörst? Ich hätte wahrscheinlich können sagen, Stefanie Heinzmann kommt aus dem Kanton Uri und sie hat weniger Beanstandungen gegeben als der Turner, der mit weißen Socken bei 36 Grad im Doppelhunde stand. Das ist natürlich auch ein bisschen, wie wollen wir sagen, eine Trotzreaktion darauf, dass du mal Best Dressed gewählt worden bist. Nein, im Fall! Dann kann ich auch weiße Socken anziehen. Nein, ich habe ja dann das... Also erstens geht es im Sommer für mich darum, gerade in einem Festival-Sommer. Also, funktionell, ja? Dort jetzt gerade schon. Es war ja 36 Grad gewesen. Ich habe noch nie in meinem Leben bei einer Moderation dermassen geschwitzt. Das hat mir wirklich den Schweiß aus jeder Drüse rausgedrückt. Mhm. Ich bin wirklich, also als hätte ich mal einen Kübel Wasser über den Kopf geleert, dort vor der Kamera gestanden. Und ich habe natürlich, wenn ich so etwas anlege, schon ein gewisses Bild vor mir, wie das aussehen soll und wo ich mich inspirieren lasse. Und es ist immer, ich sage immer, es ist so eine Mischung zwischen
irgendwo in Kalifornien, gerade am Strand mit den Chinos und dem Hemp, könnte aber auch gerade zwischen den Vorlesungen sein an der UCSD in San Diego, wo ich gerade studiert habe vor ein paar Jahren. So, das ist so die Mischung. Etwa. Aber eben, ein paar Leute finden, das geht halt nicht. Die sind sich vielleicht noch von früher gewöhnt, dass Moderatoren mit den Krawatten und dem Jacke dort hocken. Und das muss man auch respektieren. Ja, jo. Ich sage nicht, dass man es machen muss, aber man muss respektieren. Ja, ja, das ist schon klar. Ja. Aber also, ich finde, nur weil Radio jetzt am Fernsehen übertragen wird, sollte sich ja nicht Radio-Gewohnheit ändern. Weil, sind wir ehrlich, früher sind Leute im Radio rumgelaufen. Mit noch weniger als... Da hast du mir doch mal die gute Geschichte erzählt vom Radio Basilisk auch noch dazu mal, oder? Die wilden Zeiten, wo noch geraucht worden ist in den Studios alles, und so. Ja, nicht nur geraucht. Also wir sind ja heutzutage... Nicht nur geraucht. Wir sind ja so wellnessmäßig unterwegs heutzutage. Genau, sonst ist eigentlich... So habe ich es gehört, es ist eigentlich oft mühsam gesehen, wenn man hätte die Platte wechseln müssen, weil dann hätte mir der Liebesakt schnell unterbrechen müssen. Also, das ist jetzt schon... Stell dir das heute mal vor. Ja. Also, ich stelle es mir immer vor, Kollege Sascha Wanner und ich, wir verrecken immer, weil eine Sendung hat geheißen Nachtvogel. So, und logisch, ja. Bis dort hast du dann... Ja, halt, hast du aufgeleitet. Genau, hast du dann halt das gemacht, was der Vogel gemacht hat. Und dann hast du immer so die Vorstellung gesehen, so, eben eine Platte, die ist dann irgendwann fertig. Und dann hast du ans Mikrofon gesagt, das ist der Nachtvogel bei Radio Basilisk. Schön, hören Sie zu. Wir geben uns jetzt nochmal eine kleine Single. Da ist Tina Turner. Ja. So, und komm, läuft es wieder, Mikrofon ab. Hopp, 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 hopp. Aber das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, oder? Also, nein. Ich habe mal etwas gehört vom... Wann war das? Vom, sag mal, Hans Jucker, selig. Ja. Dass seine erste Moderation, die er gemacht hat für das Schweizer Fernsehen, sei gewesen für den Sport, Engadiner Skimarathon. Mhm. Und er ist zu Sport gekommen für den Zieleinlauf. Wirklich? Das war in den 60er Jahren, gewesen, angeblich. Weiss nicht, das stimmt, das ist mir so gesagt worden. Und er sei zu Sport gekommen für den Zieleinlauf und sie haben den Sieger nochmal müssen beten, um nochmal laufen. Das ist so ein Film. Also, ja. Ich habe mal eine Geschichte gehört, keine Ahnung, ob sie stimmt. Das muss man immer sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ja. Aber von einem Unterhaltungsregisseur beim Schweizer Fernsehen, der gerne mal in den Sport hat wechseln. Mhm. Und dann hat er irgendwann einen Fußballmatch gekriegt. Ja? Mhm. Und dann hat, weiß nicht wer, gegen Brasilien gespielt. Und er hat gefunden, es ist doch eine tolle Idee, dass wir in der 93. Minute auf Kamera 3 schneiden, weil dort eine Brasilianerin mit zwei riesen Dingen und fast kein Stoff drüber irgendwie im Publikum am Rumtanzen ist und lalala, lalala, sie halt im Publikum zeigt, oder? Von der Zuschauerreihe. Mhm. Und in dem Moment aber das entscheidende Goal gefallen ist. Wahrscheinlich sein letzter Ausflug in Sport. Genau. Ein Match hat er gemacht. Ja. Aber man muss immer so sagen, ich meine, er ist Unterhaltungsregisseur. Also er hat ja schon geschaut, dass die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Er hat sie in Sport wollen bringen. Eben, er hat auf den sportlichen Aspekt vergessen. Nämlich, dass in dem Moment einen Goal schießt. Aber spannend, dass du es ansprichst wegen der Frau. Ich habe gerade diese Woche wieder mal gestöbert im SRF-Archiv. Mhm. Grosser Fan davon. Wo es wirklich so Perlen hat. Mit dem Sven Ivanic haben wir es davon gehabt. Es ist wirklich sensationell. Das SRF-Archiv ist so unglaublich. Geil. Mhm. Der eine Ausschnitt, den es gegeben hat, und darum komme ich jetzt drauf, das war von den ersten Bikinis in Schweizer Buddies. Mhm. Meinte ich. Mhm. In den 60er Jahren. Mhm. Ist es das gewesen? Oder ich glaube, es hat nicht einmal mit dem zu tun gehabt. Es hat auf der Buddy-Szene drin gehabt und die Kamera hat ausschließlich den Frauen auf den Ausschnitt gefilmt. Ich esse jetzt einen Cookie, erzähl weiter. Bitte. Ja. Auf den Ausschnitt gefilmt. Oder aufs Hinterteil. Und dann der erste Kommentar auf YouTube war dann Talk about male gaze, wo ja momentan sehr im Gespräch ist, oder also quasi die männliche Sicht auf die Sache. Mhm. Und ich bin jetzt gerade, was so Sachen anbelangt, immer ein bisschen kritisch, um da gerade mit den grossen Schlagwörtern hinführen zu kommen. Aber dort wirklich hast du mir gesagt, hey, wenn du es aus heutiger Perspektive anschaust, ist unglaublich. Mhm. Also, was dort mal noch für okay befunden worden ist, und das ist 50 Jahre her, wenn überhaupt so. Es ist heavy. Und dann denkst du schon, gut,
Ist gut, haben wir doch ein paar Fortschritte gemacht als Gesellschaft. So. Ja, logisch. Leckt um mich. Hey. Gut, der Match ist, glaube ich, erst 20 Jahre her. Gut, ja. Ja. Auch da ist viel gegangen. Das ist so. Wenn du jetzt irgendwie so 90 Jahre anschaust. Wobei ich habe gemerkt, es gibt... Leider wird zum Teil gar nicht unterschieden. Und gerade bei Fiktion. Ich habe nur gesehen, wo Friends auf Netflix gekommen ist. Mhm. Dort habe ich dann gemerkt, es wird gar nicht mehr unterschieden zwischen was macht eigentlich die Figur in der Serie und wie kommt sie mit dem weg zu was ist die Message. Ja. Und weil eben Friends auf Netflix gekommen ist und auf einmal, wie heißt die Generation? Was ist jetzt? Z, oder? Also Z am Fall, ja. Generation Z hat dann Friends geschaut und ein paar Sachen festgestellt, wo jetzt habe ich mich noch verschluckt. Okay. Nein. Hat ein paar Sachen festgestellt, die ihnen nicht passt haben. Ja. Und eine davon ist gesehen, Alter, was ist mit meiner Schluck Stirn? Ja, hast du die Nacht auch ein kleines Räuspern im Rachen gehabt? Wieso? Covid. Aha, so. Nein, ich habe mega Halsweh, aber sonst alles gut. Und der Cookie hat nach nichts geschmeckt. Aber sicher wegen dem Cookie. Ja, ist klar. Nein, sondern ein Beispiel ist gesehen, dass der Ross seinem Sohn will Actionfigur näher bringen, anstelle von der Barbie, die er momentan damit spielt. Ja. Weil ihn das gestresst hat. Ja. Weil er hat wollen, mein Sohn soll mit einer männlichen Actionfigur G.I. Joe oder irgend sowas soll sie spielen, was weiß ich. Mhm. Und dann ist natürlich der Aufschrei auf Twitter ist riesig gesehen. Und ich dann aber muss sagen, alle anderen in dieser Sendung, die sind ihn wegen dem und machen Sprüche über ihn und sagen, wie lächerlich das ist. Also es ist eigentlich das Gegenteil, die Message. Ja. Nämlich, Alter, du bist ja ein Volldepp. Was hast du eigentlich für eine Schachtel denken? Ja. Schau, wie progressiv wir sind. Aber Menschen in ihrer übertriebenen Progressivität sehen das nicht einmal mehr, sondern sagen einfach, das geht nicht voll sexistisch, oder was sie dann auch immer für Schlagwörter genommen haben. Ja. Oder? Vielleicht haben sie wahrscheinlich, oder ich nehme jetzt an, sie haben es wahrscheinlich gar nicht gesehen, sondern vielleicht einfach nur den Ausschnitt oder so. Ja, genau. Dass er dann irgendwie sagt, schau hier, G.I. Joe ist viel besser als Barbie. Ja. Irgend sowas. Twitter-Länge 140 oder wie sind es? 260 Zeichen oder so. Irgendwie. Twitter-Länge 9 Sekunden Video. Irgendwie so, ja. Ja, und Dings auch, Scrubs, ich glaube, meine liebste Fernsehserie ever, ich glaube, letzte Woche war es genau das Gleiche. Oh, ja? Blackface, der JD und der Turk, gibt es so einen kurzen Einschub, wo sie zurückdenken an ihre College-Zeit. Mhm. Und der JD, der mit Blackface daherkommt. Yeah. Und sie laufen zu einem Verbindungshaus hin, wo eine schwarze Verbindung drin ist. Yeah. Und der JD sagt noch zum Turk, du, aber ist es okay, wenn ich so wiederkomme? Ist es nicht ganz so easy, oder? Und also er ist sich ja bewusst, dass das, was er macht, nicht gut ist oder nicht politisch korrekt. Und der Turk sagt, nein, ist easy, wenn ich dabei bin. Und sie läutet. In dem Moment, wo er läutet, natürlich, der Turk läuft irgendwie, sieht jemanden und läuft weg. Und der JD steht allein mit Blackface vor der Tür. Und dann natürlich geht die Türen auf, sie ziehen rein und verprügeln dann. Yeah. Das ist so der ganze Spot quasi, dort, die Rückblende, die sie haben. Und wenn natürlich nur das ist, wenn du mit Blackface dort steht. Ja. Logisch. Blackface ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen ein grösseres Thema, weil aufgrund von den letzten Monaten, so wie ich es mitgekriegt habe, ist ja so ziemlich jede Szene aus jeder Serie ever, wo irgendjemand Blackface betreibt, ist gestrichen worden. Aber eben, in dem Fall ist er sich ja bewusst, also schon ist das gleiche wie vorher. Schon weißt? Klar, aber ich glaube, dort ist es jetzt wie im grösseren Chaos geschuldet, dass halt einfach, wenn du 200 verschiedene Serienfolgen ausradierst, dass dann halt vielleicht so eine auch noch dabei ist. Wo es eigentlich nicht so, eben, wo es nicht mal ist, man macht sich darüber lustig oder man diskriminiert jemanden, sondern im Gegenteil, es geht eigentlich in die andere Richtung. Aber sind es wieder zwei Weiße, die sich darüber unterhalten? Wir müssen jetzt eigentlich wieder... Das kommt dann dazu, ja. Das ist jetzt wieder mal der Fall. Ja, dann hören wir jetzt auf, oder? Am besten. Nein, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch gut. Ah, du meinst einen Podcast aufhören? Ja. Ich habe jetzt gemeint, das Thema. Aber ja, schön war in dem Fall. Ich habe sowieso wieder das Gefühl, ich habe da schon wieder längstens irgendwie viel zu viel Kontroll...
Gehabe wieder an den Tag gelegt. Habe ich viel nicht. Überhaupt nicht. Gut, okay. Also, ich muss mit dir noch eine Hirnli rupfen, weil du momentan keinen Podcast rausbringst. Was ist los? Ja, ich bin gerade anders weit der Sohnemann. Ja, der Sohnemann. Das heißt, ich habe ein bisschen andere Prioritäten gehabt in den letzten paar Monaten. Yeah. Mittlerweile aber reizt es mich schon wieder. Mhm. Ich habe jetzt während der akuten Phase von der Pandemie auch nicht gerade so Lust gehabt, um Leute heim zu laden. Habe ich auch nicht, ja. Weil es ist, oft, eben, es ist bei mir daheim und mein Setting ist mir sehr wichtig gewesen, dass ich die Leute persönlich sehe und nicht irgendwie über Zoom machen oder so. Schaffe ich auch nicht. Weil, also ich kenne es von mir selber, wenn ich irgendeinen Podcast höre, wo ich feiere und dann machen die irgendwie ausnahmsweise eine Zoom-Schaltung, das löscht mir dermaßen ab. Und auf das habe ich keinen Bock gehabt. Ja. Und eben auch wegen der Sicherheitsaspekte und so weiter. Jetzt hätte ich eigentlich wieder anfangen wollen und jetzt lese ich heute wieder 300 neue Fälle, 311 jetzt sogar. Und finde ich so, oh Mann ey. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Gut, bis der kommt, keine Ahnung, was bis dann passiert ist, kommt in 10 Tagen der Podcast. Also wir sind jetzt irgendwie 10 Tage voraus. Keine Ahnung, was bis dann passiert ist. Aber ich weiß eben noch, wie wir vor Jahren schon immer gesagt haben, es war mega geil, Podcasts machen. Fändest du nicht auch geil und so. Und wie so oft, man dreht so lange mit sich rum und du hast dann irgendwann losgelegt. Und dann habe ich so durch das auch umso mehr Drang verspürt, zu sagen, ja shit, jetzt muss ich dann auch langsam loslegen. Weil 5 Jahre darüber reden ist das eine, aber irgendwann mache ich das andere. Genau. Und dann geht es irgendwie ein halbes Jahr. Und ich habe das Gefühl, alles ist Podcast. Ja, aber sie, also, ich finde es auch easy. Also, für das ist ja da. Das ist ja Demokratisierung vom Senden quasi, oder? Ist ja mega geil. Aber ich finde es so lustig, wie keine Ahnung, wie so. Jetzt hast du gerade von Covid geredet, Wellen. Aber wie tatsächlich, wie so Wellenbewegungen können entstehen. Weil halt einfach, wir haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, wir sind die einzigen zwei, die die Idee haben, komm, wir machen irgendwann einen Podcast. Natürlich. Und logischerweise haben es irgendwie 300 andere gehabt. Natürlich. Und irgendwann ist die Zeit reif und dann macht es, boom, sind alle da, oder? Ja. Aber es ist irgendwie geil. Vor allem, wenn man mal so ein bisschen versucht zurückzudenken, wer irgendwie der Erste war, mir kommt sehr schnell mal der Robin Rehmann in den Sinn. Nicht? Doch, aber sehr schnell. Das habe ich ihm mal geschrieben, weil ich finde, Robin ist in so vielen Sachen ein verdammter Pionier gewesen. Und eben, kommt wieder auf das Durchhalten durch. Natürlich hat er auch Krankheitsprobleme gehabt, also gesundheitliche Probleme. Aber er hat vorher schon zum Teil aufgehört mit den Sachen. Weil er halt irgendwie, er war wie vor seiner Zeit gewesen. Eben, weil er gefunden hat, das bringt es nicht. Ja. So. Ja. Und dort behauptet er, wenn er es durchgezogen hat, dann war er jetzt wahrscheinlich auch der Größte wahrscheinlich. Mega und top. Ja. Weil er hat als Erster so eben nicht nur Podcast gehabt, sondern auch das Setting, wie wir hier haben. Mit verschiedenen Kameras, mit totalen Live-Schnitt. Und hat es noch selber gemacht, die Sendung, ja, oder? Er hat immer rumgedruckt. Er hat irgendetwas gefragt und dann hat er wieder mal auf Totale geschaltet. Ja. Danach hat er wieder mal umgeschaltet. Und was er auch gemacht hat, er hat Videolog gemacht. Jetzt gibt es YouTuber, die sich dumm und dämlich verdienen, indem sie durch die Welt reisen und von irgendwelchen Deals irgendwie, jetzt sind wir gerade da, wow, am Strand, Bora Bora. Von Thailand, was weiß ich, Krabi und ich trinke jetzt aus einer Kokosnuss, und die kriegen das alles nicht nur zahlt, sondern sie verdienen sogar noch Geld damit und haben Millionen von Views. Ja. Und er hat früher, My Stupid Life, er hat früher jeden Tag Videovlog gemacht und das hat er jahrelang durchgezogen. Und es hat so eine Plattform gegeben und er hat gesagt, das wird Zukunft sein. Und immer wenn ich an die Sachen denke, denke ich so, fuck, hast du wirklich seine Zeit vorausgesehen? Er hat das alles gemacht, bevor es irgendjemand anders gemacht hat. Und hat dann aber auch schon wieder aufgehört gehabt, bevor es andere gemacht haben. Und das ist ja gerade so ein Lehrplatz, oder? Also du musst irgendwie entweder den Schnauf haben oder irgendwie die Ausdauer, um zu sagen, hey, ich mache jetzt das oft. Oder ich habe dermaßen Freude daran, dass ich das weitermache. Ja. Oder du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Mit deinem richtigen Produkt. Ja. Ja, lustigerweise, das wirst du sicher auch haben, eben wenn man gerade noch rechtzeitig sozusagen den Podcast angefangen hat, die Leute haben das Gefühl, du machst das schon seit 7 Jahren. Ja, ja. Gell? Ja, ja, genau. Einfach weil irgendwie. Du bist doch auch einer von denen von der ersten Stunde. Aber es geht mir mit Comedy geht's mir genau gleich.
das ist auch in den letzten Jahren schon auf einmal der Comedy-Boom. Mhm. Und überall hast du Open Stages und Leute, die auch Comedy machen wollen. Und du hast Internet-Comedians, hast du vorhin auch nicht gehabt. Ja. Die gehen dann auch irgendwann auf die Bühne. Und es ist so eine mega Comedy-Craze. Mhm. Und dann lerne ich Leute kennen. Und die sind dann auch so... wirklich, ich, meiner Meinung nach, fälschlicherweise überbeeindruckt, dass sie mich kennenlernen, nur weil ich es irgendwie 2-3 Jahre länger mache. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wo einfach so, ja, ich bin halt einfach noch da. Das ist meine Leistung. Ja, aber das ist halt eben, gerade wenn es so schnell geht, haben wir schon recht viel, oder? Also, wenn du es nur schon in der momentanen Zeit TikTok anschaust. Ja. Also, ist es jetzt schon wieder vorbei, weil das Dummies bannen oder kommt es erst recht jetzt? Es hilft dir ja meistens so etwas. Ich nehme es jetzt auch an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Plattform jetzt von heute auf morgen wird verschwinden. Ist es jetzt doch vielleicht mega, weil Reels von Instagram kommt? Oder gibt es etwas komplett Neues, was wir überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben? Was macht YouTube? Also ich glaube, es ist so schnelllebig, das Ganze. Mega. Und eben, wenn dann halt irgendwo, jetzt in dem Fall Podcast, ein bisschen mehr Ausdauer beweist, ein bisschen länger dabei bist, dann fällt das vielleicht schneller auf. Dann. Aus dem Grundrauschen an anderen Podcasts, die es gibt, wo dann vielleicht halt auch nach 4-5 Folgen wieder verschwindet in der Versenkung. Ja. Ja, das kann sicher sein. Ja, also das ist wahrscheinlich eben in allem so. Das ist einfach eine gewisse Beständigkeit und eine gewisse Ausdauer. Mm. Das habe ich jetzt gerade in irgendeinem Buch gelesen. Da ist es um irgendwas. Wow, was ist es gesehen? Ich werde es jetzt völlig verhunzen. Aber ist okay, ist ein Podcast. Ich tue jetzt ein bisschen Halbwissen rausballern. Permanent, ja, logisch. Das machen wir, oder? In diesem Ding. Was es auch immer gesehen ist, sagen wir mal Goldschmied. Ja? Mhm. Sie haben irgendwie ein Interview gemacht mit einem der besten Goldschmiede auf der Erde. Geil. Und da ist irgendwie 95 gesehen und dann hat es geheißen, warum sind Sie einer der besten Goldschmiede aller Zeiten? Und dann sagt er, vor 50 Jahren sind wir 35 gesehen, ich bin jetzt auf der Letzte, der noch da ist. Und irgendwie ist, also es ist nicht Goldschmied gesehen, aber einfach irgend sowas. Also es ist auf jeden Fall resoniert, eben die Message dahinter. Das ist eigentlich, es fühlen alle irgendwann einmal an. Ich meine, eben, du hast bei Joyce angefangen. Ja. 10 Jahre. Ich habe es auf meinem Weg lustig überlegt. Vor 10 Jahren? Ja. Also vor 10 Jahren hast du bei Joyce angefangen. Mhm. Und dort hat es auch ganz viele tolle, talentierte Leute. Nicht nur vor der Kamera, sondern in allen Bereichen. Und die machen zum Teil jetzt etwas völlig anderes. Mhm. Obwohl sie vielleicht eine mega Karriere hätte können machen im, frag mich nicht, Schnitt, Videobearbeitung. Ist dort auch noch nicht so gefragt wie jetzt auf einmal. Weil jetzt hast du Instagram, jetzt kannst du für jeden mittelmäßigen, was weiß ich, Performer, kannst du Videos zusammenschneiden und schon mit dem Stutz verdienen. Content kreieren. Genau. Mhm. All das Zeug so, oder? Und irgendwann sagst du einfach so, nein, ich gehe jetzt lieber, frag mich nicht, wieder... Hi. Ja, oder ja, und, wird irgendwie, keine Ahnung was, mach Sachbearbeitung irgendwo in meinem Büro oder so. Genau, ja, genau. Was auch voll okay ist, aber ich glaube da, man könnte jetzt sagen, man hat Ausdauer oder man ist einfach zu wenig einsichtig und macht das oft weiter, was man irgendwie macht. Das wäre die andere Auslegung. Ja, also du kriegst ja mit der Zeit, also vor allem wenn man dann ab und zu mal zurückschaut, ein gewisses Gefühl von Sachen erreicht haben. Das habe ich eben nicht. Gar nicht? Nein. Ah, komm jetzt. Nein, wirklich null. Nicht. Es geht aber genau so lang. Ja, ja. Also bei mir geht es nicht viel länger. Eben. Ja. Aber das ist dann so zumindest der kleine Impuls, wo es sagt, darum höre ich nicht auf. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sehe, was meinst. Das langt ja dann. So wie der Esel, der irgendwie ein Rüebli vor der Nase hat und manchmal kommt dann so ein Whiff von dem Rüebli über. Ja. Ja, aber eben, also ich beschäftige mich auch mit diesen Fragen. Irgendwie, das, was ich jetzt mache als Moderator in der Schweiz, wo geht es in Zukunft an? Gerade jetzt in dieser Branche, wo in den kommenden Monaten wahrscheinlich auch harte Zeiten wird durchgehen. Will ich das? Kann ich das? Oder wird es Zeit, um etwas Neues irgendwie anzugehen, einen neuen Lebensabschnitt zu starten? Also die Fragen beschäftigen mich ja auch. Und eben darum vielleicht, ich bin auf zu wenig Lernsicht, weil ich immer noch das Gefühl, nein, ich könnte noch nicht
das Kapitel abschliessen. Es hat noch ein paar, ja, hoffentlich. Ein paar Boxes, die ich noch nicht getickt habe. Unbedingt. Ja, ja, aber dann gibt es auch andere Momente, wo du irgendwie dort stehst und sagst, hey, jetzt bin ich 33 und langsam aber sicher, müsstest du mal im Leben ankommen oder so irgendwie, weißt du, ja, in dem Sinne. So ein Mann. Sepp ist auch ein grosser Punkt, ja, wenn du plötzlich irgendwie so realisierst, hey, jetzt ist da etwas auf der Welt, das darf ich nicht sagen, ich bin nicht darauf aufmerksam gemacht worden. Nicht oh, etwas. Achso. Es ist nicht ein Es, es ist ein Lebewesen. Ganz wichtig. Und ein Lebewesen ist kein Es? Eben, das, ich lasse mich da jetzt nicht auf die Diskussion. Social Media, ich sage dir. Wirklich? Ja. Item. Dann überleistet halt, oder ich zumindest mir jetzt schon, ja, habe ich genug Sicherheit? Oder kann ich dem Kind die Sicherheit bieten, die ich will? Ja. Das sind plötzlich ganz komische Urinstinkte, die da für mich jetzt zumindest als Vater aufkommen. Und so. Ja, ja, ja. Und man hat nicht so also Bilder. Wie fühlt es sich an, zu sagen, ich bin Vater? Mega komisch. Schon, oder? Schön. Ja. Yeah. Mega schön. Ich bin sehr gern Vater, habe ich gemerkt. Aber es fühlt sich surreal an, immer noch. Yeah. Also ja, für mich, auch wenn ich dich sehe. Oder? Weißt du, ja, denke ich, sage nicht der Julian, der Dad. Ja, ja, voll. Dad Turner. Hast du mich schon mal mit ihm gesehen? Nein, also ist jetzt auch schwierig gesehen. Weil das habe ich ja lustigerweise nicht einmal von dir direkt, sondern über zweite, dritte Medien, die darüber berichtet haben, dass darüber berichtet worden ist, habe ich erfahren, dass du bei der Geburt gar nicht dabei bist. Ja. Das ist gar nicht mein Kind. Ja. Das ist auch so etwas. Dass du zügig, dass du bei der Zügig per Live-Ticker informiert worden bist. Da habe ich wirklich einen absoluten Rookie-Mistake gemacht. Hey. Ich bin da irgendwie aus dem Spital gekommen und der Mona Fetsch, ein Gruß an dieser Stelle, die hat irgendwie gerade so die Sendung gemacht, zusammen durch oder so. Mhm. Und sie hat halt, und das kann ich nachvollziehen, die Story hure gerne bringen in dieser Sendung jetzt. Der Kollege bei SRF, Julian Turner, der Vater wird in diesen speziellen Monaten und Tagen und Wochen. Und ich habe gedacht, ja, das versendet sich dann irgendwo, wenn ich jetzt da kurz Auskunft gebe und das wird dann irgendwie nach dem Elfi auf SRF 2 gesendet. Irgendwie so. Yeah. Und ich habe ganz ehrlich gesagt dort in meinem Schlafdelirium auch nicht gross Gedanken daran verschwendet. Und am nächsten Tag, nachdem es ausgeschaltet worden ist, hat halt der Blick das plötzlich gebracht und irgendwie nachher, einen Tag später, ist die Schweizer Illustrierte. Mhm. Blick hat irgendwie noch gesagt, ich hätte einen Tag nachher müssen gehen aus dem Spital nach der Geburt. Bei der Schweizer Illustrierte ist es dann schon am Tag von der Geburt hätte ich dann müssen gehen aus dem Spital. Und kein Witz, irgendwie 3 Wochen später hat es irgendwie noch die Aargauer Zeitung oder die Badener Zeitung, irgendwie so etwas, bin ich mir ganz sicher. Ich sage irgendwie gar nicht dabei. Ich übertreibe. Bin gar nicht dabei gewesen, irgendwie so. Darum, das war noch spannend für mich, um den ganzen Zirkus oder den Rattenschwanz mal zu verfolgen. Ja. Aber ich bin also der Vater. Er trinkt schon süßen Most, von dem her, das ist bestätigt. Süßen Most. Aber es ist schon speziell, auch für mich. Ja. Yeah. Aber schön. Sehr schön. Ja, aber der Medienrattenschwanz. Also ich habe gedacht, das ist ja nicht dein Style. Nein. Du hast da mehr Erfahrung damit. Du bist da, glaube ich, mehr damit konfrontiert worden vom Boulevard. Ich habe... Nein, eben nicht, weil irgendwann gehen sie auf. Schon? Ja, aber außer du gibst halt etwas, voilà. Dann kommen sie wieder und sagen... Genau. Also es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich wirklich klar in die Schiene hätte fallen können. Ja. Und dann aber, wenn dann halt wirklich 3 Jahre nichts gibst, dann finden sie, oh, okay. Mhm. Und irgendwann findest du, also das ist in meinem Fall mit zum Beispiel, und es klingt jetzt, meine ich tot ernst, es klingt so ironisch, wenn ich sage, aber ich habe eine mega gute Beziehung mit Glanz und Gloria. Ja. Und du hast auch Gastmoderationen schon gemacht. Dort. Ja, und kennt durch das mega viel, die dort arbeiten und wir haben es gut, so, weißt du. Und mir ist sicher bewusst, dass ich sicher mehr stattfinden könnte dort, wenn ich noch ein bisschen mehr von mir würde offenbaren in gewissen Bereichen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es ist also ein völlig okay Agreement, dass ich nicht dass ich jetzt nicht muss dort stattfinden, aber wenn es passiert, dann haben wir beide Freude dran. Ja. So, weißt, weil mir auch bewusst ist, dass ich ihnen etwas geben kann in Form von Unterhaltung. Mhm. Also vielleicht zeige ich jetzt zwar nicht mein Schlafzimmer, aber
wenn ich oder du mache, dann habe ich 2 Tage lang Gags geschrieben für den Scheiß. Ja. Weißt du? Also heißt, ich bringe ihn den Unterhaltungswert, bringe ihn trotzdem mit. Sonst, ja. Ja. Dann, was? Schweizer illustrierte Foti, irgendein Barfuß, so auf dem Sofa, diesen da. So. Hier entspannt Joel vom Mutzenbecher, weil er nicht gerade und auf Tour ist. Der Rattenschwanz habe ich ja schon erlebt. Ja. Mit ist das Friends, oder wie hat es geheißen? Nein, das ist nicht so boulevardmäßig gesehen. Das hat auf die Kiddies interessiert. Mhm. Aber wie hat es geheißen? Friends? Nein. Best Friends, ja. Das ist aber immer ein bisschen kritischer gesehen, wenn deine absolute Lieblingsserie Friends heisst. Mhm. und die, wo du mitspielst, Best Friends. Mhm. Und, ja. Also ich habe es toll gefunden, so ist es nicht, aber das Qualitätsgefälle dann gleich spürbar ist, sagen wir es mal. Erstaunlich. Natürlich, was eine holländische Produktionsfirma. Ja. Aber erzähl weiter, sorry. Im Schweizer Fernsehen. Nein, eine andere Sendung vom SRF. Und dort ist wirklich von meiner Grundidee ist gesehen, ich als Moderator von dieser Sendung, es ist immer darum gegangen, dass man irgendwie Sachen ausprobiert und dass man irgendwie an einen Ort geht, wo man sonst vielleicht nicht angeht. Und so ein bisschen Vorbild ist gesehen Louis Theroux. Mhm. Und Louis Theroux geht mal zu den Neonazis in England. Weißt, und probiert herauszufinden, wie die ticken und was das für Menschen sind. So, jetzt kannst du in der Schweiz natürlich nicht mit der ersten Sendung sagen, wir gehen zu den Neonazis. Und darum hat es ein bisschen andere Sachen gegeben. Ich habe frisch den Fuß gebrochen. Ist jetzt also schon mal limitiert gewesen von den Möglichkeiten, die ich machen kann. Auch wegen dem Backrennen? Genau. Aber zum Beispiel allein schon American Football spielen ist jetzt kein Thema gewesen. Mhm. Das hat dann zum Beispiel der Kollege Rohr gemacht, der Andi. Ja. Ich habe die Idee gehabt, man könnte doch mal ausprobieren in der Schweiz, was gibt es alles für Möglichkeiten an Erlebnis, an Sachen, die man kann machen kann als Single. Mhm. Weil es gibt ja immer Perle-Angebote für alles Weekend in der Gletscherspalte übernachten und am nächsten Tag bist du im Weinfass und weiß doch auch nicht was. Oder? Aber das ist immer alles so Perle-Scheiß. Ja. Und ich bin 23 gesehen und definitiv Single und habe das auch mega zelebriert und gefunden, das war doch mal etwas. Mhm. Und dann ist ja allein schon intern habe ich gemerkt, wie sich das dann kann verändern kann, wie auf einmal der Sendungstitel dann gesehen ist, Moderator ledig sucht. Mhm. Und dann auf einmal ausgesetzt worden ist auf Fragen, der arme Sieg, er findet nie eine Freundin und er sucht jetzt ums Verrecken eine und jetzt meldet er sich an bei der Dating-Plattform und jetzt geht er an Speed-Dating und so, oder? Mhm. Und das dann wiederum führt Boulevard Medien Weltklasse, weil Sohn von Heinz Mago sucht die große Liebe. Großartig. Knall, 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 überall drauf, oder? Es geht alle drei, ding, ding, ding. Ja, Dollarzeichen. Ja klar, weil dann kannst du ja noch ein Foto anklatschen vom Vater. So hat er früher ausgesehen mit diesem Alter. Mm. Dann nebeneinander kannst du ein Splitscreen machen, wie beide so den Kopf wackeln bei der Moderation. Das klingt so, als wäre es passiert. Es ist so gesehen, ja, natürlich. Schön, und dann, warte jetzt. Und dann ist zum Beispiel gesehen, da habe ich eben ein Interview gehabt mit der Schweizer Illustrierten. Und ich habe ja noch nicht gewusst, was Thema ist. Und es hat einfach geheißen, hey, bewerbe die Sendung, kannst telefonieren schnell mit denen. Und dann telefonierst du schnell mit denen. Mhm. Und dann wird es so angeklatscht. Mhm. Und dann ist aber auch geil gesehen, wie dann eben irgendwie eine Woche später, ich glaube GMX, die haben ja ein Newsportal. Man weiß es nicht, aber es ist so. Ja, wie Bluewin. Ja, genau. Ja. Also vielleicht ist es ein Blue Wings, ich weiß nicht mehr. Aber so eins. Irgendwie so, eigentlich willst du bei Mail einloggen und dann steht irgendetwas über den Trump, also klickst du da schnell drauf. So. Oder Klopp-Biel. Das ist immer irgendwie, ja. Ist gestanden, wird er der neue Bachelor? Oh. Mit einfach 2 Sätze vom SI-Artikel halt dann einfach weitergespinnt, so von wegen kleines Gedankenspiel, könnte ja sein, dass er der Bachelor wird, weil er ist ja auf der Suche, bla 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 bla. So. Mhm. Und ich weiß noch, wie in meinem privaten Umfeld sich Leute abgewendet haben von mir. Ja. Nicht mega gute Freunde, aber halt einfach so jemand, der irgendwie unterwegs war, hey, und die denken so, irgendwie nicht mehr so Interesse mit mir rumzuhängen, aus diesem Grund. Und dann merkst du mal, warum, weil der bedingt, ich glaube, der eine ist mir gesagt, ich sage, hey, was läuft eigentlich mit dir? Und so. Denkt, dass du so eine bist. Ja, eben, was soll das überhaupt? Ja. Ich so, was glaubst du? Das ist ein Bachelor. Und ich so, was? Es ist schon ein schmaler Grat einmal zwischen deinem Produzent bei uns, bei Joyce. Ich habe wirklich viel können lernen und das war etwas davon. Der hat immer gesagt, wenn die Schlafzimmertür mal offen ist, ist sie offen. Ja, das ist so, ja. Das, also ich bin darum auch immer sehr
zurückhaltend oder überlege mir immer zweimal und darum dauert es vielleicht auch ein bisschen bei mir, bis ich irgendetwas sage. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich sage. Mhm. Ich gebe wahrscheinlich lieber weniger von mir Preis. Wirklich von mir Preis. Mhm. Als und was ich vom Jacopo gelernt habe, ist eigentlich, wir geben mega viel von uns Preis. Aber wir geben es auch in unseren Kanal Preis. Das was aber am Schluss vom Tag wieder das Gleiche ist, oder? Jein, weil du hast die Kontrolle darüber. Das heisst, also ich habe mal mit einem guten Freund eine Diskussion gehabt nach der Premiere von meinem ersten Programm. Mhm. Und zwar, da hat das mit Liebe gemeint. Er hat gesagt, Alter, pass auf, was du auf der Bühne alles erzählst. Es ist mega privat, was du da erzählst. Oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, mach jetzt folgendes Spiel. Bin ich in einer Beziehung? Also so, im Sinn von, du schaust das Programm, ja. Beantworte mir nachher die Frage. Ja. Bin ich in einer Beziehung? Ja. Weiß nicht. Falls ja, wie heißt sie? Weiß nicht. Mhm. Wie bin ich aufgewachsen? Habe ich Geschwister? Also weißt du, so, ich habe dann mega viele Fragen ihm können stellen, wo er hätte können sagen, okay, sondern du erzählst halt etwas, ich will sagen, in meinem Fall mega peinliche Geschichten, die mir in meinem Leben passiert sind, wo sicher mein Charakter und meine Persönlichkeit spürbar ist und eben, dass mir das peinlich ist und man kann sich in dem wahrscheinlich auch sogar wiedererkennen, weil man sagt, ah shit, mir ist ja so etwas passiert, eben wie wenn der andere im Blackface auf einmal allein dort steht. Mhm. So, das ist so, fuck, natürlich würde ich das nicht machen, aber mir könnte so etwas auch passieren. Nein, aber du weißt, was ich meine. Jo, also es passiert halt eins nach dem anderen, vom Gedanken her, dass du dann auf einmal sagst, ah shit, jetzt bin ich auf einmal in so einer dummen Situation. Ja. Und mit dem spürt man zwar, wer ich bin, so. Aber eben, meine Schlafzimmertür habe ich wegen dem nicht aufgemacht. Das stimmt. Und der Jacob hat es gleich gesagt. Er hat gesagt, wir geben so viel Preis eigentlich, damals in der Sendung, Jacob und Müller. Mhm. Wir sagen es einfach nicht, wenn der Blick anruft und explizit danach fragt. Ja. Und ich glaube, das ist schon etwas Entscheidendes, weil ich habe schon mich selber ertappt, wie du laberst halt die ganze Zeit. Also Podcast ist von dem her eigentlich ein Minenfeld, gell? Du genau. Kannst dich so schnell offenbaren. Du laberst und laberst und laberst und irgendwann sagst du etwas, wo du sagst, ah, das hätte ich jetzt vielleicht für mich behalten. Ja. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht offenbart. Aber weißt du was? Wir haben hier schon Leute Sachen erzählt, wo, wenn der Blick würde wählen, hat der mega Schlagzeilen können machen mit dem. Und das ist irgendwie noch geil. Für das ist es dann zu, will ich sagen, immer noch zu privat. Vielleicht, oder sie haben Geduld nicht, um eineinhalb Stunden, Stunde durchzulassen oder irgendwas, egal ja. Was. Ja. Ja klar, weil es war offensichtliche Arbeit. Ja. Das ist auch etwas, das war ganz am Anfang, als ich angefangen mit dem Podcast und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe am Anfang noch viel zu viel auf Leute gehört, was sie von dem halten. Ah, ja, ja, ja. Das war sehr lieb gemeint von diesen Personen, dass sie mir Feedback geben wollten. Aber es ist wirklich eben das Gegenteil von gut gemeint. Oder das Gegenteil von gut ist gut gemeint, so muss ich sagen. Und dort war es genau so. Gewesen. Du hast schon gefragt, wo gut der Satz war. Ja, so ein bisschen wuermässig. Also, oh, das Gegenteil. Das Gegenteil von gut gemeint gut ist gemeint gut. Nein, sorry. Also gut. Aber eben, es ist. Dort habe ich wirklich gemerkt, hey, jetzt musst du nicht auf das hören, was vielleicht jetzt irgendwie das Radiohandbuch 1x1 sagt, sondern jetzt machst du wirklich das, was du willst. Und irgendwelche Theorien, wie man es müsste, tust du jetzt einfach mal in den Wind schiessen. Ja. Und dann habe ich das einfach mal so gemacht und bis jetzt ist es okay rausgekommen. Ja, eh. Also, weißt, was meinst du, wie würde der Podcast aussehen oder ein Solo-Programm von mir aussehen, wenn ich würde explizit auf andere hören? Es ist noch spannend, wie gewisse Sachen... Wie gewisse Sachen dann im Minimum einen Einfluss haben, wo man sagt, ah, von dieser Seite habe ich es gar noch nicht angeschaut, kann etwas ausmachen. Mhm. So. Vielleicht nur für einen selber. Aber ich weiss noch, zum Beispiel beim letzten Programm habe ich den Deville nach Kritik gefragt, sozusagen. Und er hat gesagt, also alles, was ich dir würde sagen, würde keinen Unterschied machen. Das Einzige, was ich gefunden habe, es hat so ein bisschen bluffig gewirkt.
Mhm. Und ich so, was, wie? Und dann hat er gesagt, ja, du erzählst so viele Geschichten, irgendwie zuerst erzählst du, wie du irgendwie bei ProSieben eine Sendung aufnimmst und dort passiert halt etwas peinliches. Mhm. Dann erzählst du, dass du in New York gesehen bist, dann bist du dort gesehen, da. Und so habe ich mir das nie überlegt. Ja. Und dann findest du so, ah, okay, ja. Und dann habe ich einfach den mega einfachen Trick gemacht, dann habe ich auf alle die Ortschaften, weil einmal bin ich in Paris und einmal bin ich dort, habe ich auf alles zu einem Ort da. Ja. Das hat quasi alles, was ich erlebt habe, ist in New York passiert. Mega kleiner Unterschied, nicht mehr ganz die Wahrheit, aber künstlerisch Freiheit. Ja, und ein mega Impact nach außen, weil eben das ist eine Sorge, die ich sicher nicht mehr haben muss. Ja. Oder? Aber wenn jemand wird, also weißt du, ich denke immer an Bildhauer. Wenn du jetzt, so wie du die Podcast machst, du machst eine Skulptur von einem Ring. Dann kann dir vielleicht jemand sagen, hey, hast du gewusst, dass wenn du das und das Material nimmst und das dann so abschliffst, dann wird die Oberfläche noch ein bisschen rauchen und dann wird sie noch ein bisschen glatter und was weiß ich. Wo du dann sagst, oh geil, irgendwie ein Werkzeug, das ich noch nicht hatte. Mhm. Aber wenn dann jemand sagt, ja, also ich hätte ja statt einem Ring, hätte ich ja einen Würfel viel geiler gefunden. Mhm. Dann musst du sagen, ja, mir ist scheißegal. Vielleicht ein falscher Podcast. Ja. Oder? Ja. Domenico Blas, toller Autor, Comedy-Autor, hat für Giacomo Müller Headwriter-Position gehabt, jetzt Head of Comedy SRF 3. Mhm. Hat auch mal gesagt, weißt, bei einem Theaterstück machst du irgendwie eine leichte Komödie. Und das ist das Ziel von dem, dass es eine leichte Komödie ist. Und dann heisst, ja, ich hätte mir ja schon viel eher eine Polizatire gewünscht. Ja. Man sagt, ja, die Probleme. Und das Gleiche ist, glaube ich, grundsätzlich mit Feedbacks, wo eben Leute wünschen sich, vor allem im privaten Umfeld, wünschen sie sich für einen auch immer etwas anderes. Ja, ja, klar. Habe ich bei mir auch schon oft gemerkt, was ich sage, weißt, ich fände es so toll, wenn deine Comedy mehr so und so wäre. Mhm. Weißt du, wenn es das und das wäre. Ja, natürlich fändest du das toll, aber ich mache es ja, es muss für mich stehen. Ja. Ja. Und das ist mir übrigens wieder ein Sinn gekommen, auf den ich vorher rausgekommen wegen der Ratschläge und dem Podcast, der Dur, eben so von wegen dem ganzen Schnelllebigen und so weiter. Mhm. Irgendwie hat mir gesagt, es ging viel zu lang, über eine Stunde, das höre ich niemand, es muss kürzer sein, es muss 10 Minuten. Bei mir auf Apple Podcasts eins von den negativ Feedback. Viel zu lang. Ja, ja. Entweder zu lang oder zu viel Gelaber. Also eigentlich genau zwei Sachen, die eigentlich einen Podcast auszeichnet, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Ja, eben genau, dann heisst es viel zu lang. Ja. Ey, du kannst ja auch eine halbe Stunde hören und dann hörst du eine Woche drauf wieder eine halbe Stunde. Voilà. Genau. Also ich habe letztens wieder mal einen seit langem wieder mal nicht zu Ende gelassen, aber es war nicht wegen der Tour, der war über 4 Stunden gewesen. Post Malone beim Joe Rogan. Ist der 4 Stunden gegangen? Meint ich. Wirklich? Aber du kannst denen nicht zulassen, wie sie vorher noch Acid, nein, warte, Mushrooms genommen. Und sie reden oft, zumindest die ersten 2 Stunden, nur darüber, warum das Geister nicht am Tag am Strand auftauchen, sondern in der Nacht, wenn es gruselig ist, quasi so. Und wenn es Aliens gibt, ob die uns kontaktieren oder nein, es gibt's. Sind sie sicher, ja, ja, aber wie es ist oft so. Und ja. Ich hocke dann dort irgendwie im Fitness, lasse ich es meistens oder so und denke, hey Junge, es ist cool, sind ja so frei, aber ich tue es gerade ein bisschen für eine Spule. Ich glaube, okay, ich kann mich da jetzt nicht so zurechtfinden. Und etwas muss ich noch erwähnen, Necrogoblicon habe ich aus dem Podcast mitgenommen. Was ist das? Necrogoblicon ist eine Death-Metal-Band, wo der eine, der Frontmann sogar meinte, yeah, sich als Goblin yeah verkleidet. Yeah. Und geschminkt wird dementsprechend. Yeah. Und die machen aber Death Metal. Und es ist vollkommen normal, dass der Frontmann Goblin ist. Das ist ja wie ein Ding. Wie haben sie geheißen? Lordi. Geht in die Richtung, yeah, ja. Aber dann hätten natürlich sie beide auf ihrem Trip rein dann wie gefunden, wie lustig wäre es, wenn der Goblin wirklich ein Goblin wäre. Yeah. Und es checkt es einfach niemand. Und alle behandeln ihn wie ein Mensch. Du siehst so die Flughöhe von dem Podcast. Großartig. Denkst du, uiuiui, gut. Aber Joe Rogan ist auch so ein Beispiel. Ich meine, der hat ja der mit Abstand erfolgreichste Podcast momentan. Mm. Seine Frau hat man noch nie gesehen. Doch, sie ist doch einmal bei ihm auf den Podcast gekommen. Nein, wirklich? Ich meinte es, ja. Okay. Siehst du, aber du musst schon tief zurück. Du musst schon. Ich habe ihn nicht gelassen, aber ich habe gemeint, mal, sie sei mal drauf gewesen. Ah ja? Und er hat letztens wieder mal gesagt, dass sie angefangen hat, wieder seine Podcasts zu hören. Also, ja, ja, aber sie ist nicht omnipräsent, das stimmt. Du weißt nicht mal, wie sie heisst.
Also weißt du, es ist so, er schafft es eben, irgendetwas noch privat zu behalten. Ja, das stimmt. Obwohl man das Gefühl hat, er erzählt dir alles. Alles. Ja. Aber das ist schon ein schmaler Grad, wo man jetzt gerade als Podcaster geht, dass du sehr schnell musst entscheiden, wie viel willst du von dir preisgeben und wie viel nicht. Mhm. Wie machst du das? Ich habe mega Mühe, merke ich. Ich wäre gerne freier, aber gleichzeitig habe ich auch keinen Bock, zu den Leuten zu sagen, wo ich wohne zum Beispiel. Oder irgendwie über meine Familie zu reden und so. Schon klar. Ja, ich glaube, so in diesem Punkt hatte ich einen mega Vorsprung für mich gehabt, einfach aufgrund von dem Comedy-Programm. Weil irgendwie, was auch immer ich dort erzähle, ist für mich so wie klar gesetzt. Und lustigerweise tut sich das dann auch plus minus decken mit dem, was ich hier erzähle. Also von den Themenfeldern her. Mhm. Weißt du, wenn ich sage, ich erzähle schon ab und zu über meine Familie. Bis jetzt habe ich hauptsächlich auf der Bühne von meinem Vater erzählt, weil der schon persönlich Person vom öffentlichen Leben. Genau, weil der in der Öffentlichkeit vorkommt und Menschen sich etwas können vorstellen können unter dem, wenn sie wollen. Ja. Es geht aber auch so. Aber ich weiß, dass er das kann handeln und auch noch halbwegs lustig findet. So. Bei meiner Mutter ist es dann schon ein schmalerer Grat, wo ich eben jetzt langsam, weil sie hat massive Geschichten über sie, wo ich so finde, allein mit dem könntest du ein Programm machen. Ja. Wo ich eben so, immer noch so ein bisschen am Rausfinden bin, bis wo nicht und so. Und dort merke ich, zum Beispiel mit dem Fritsche haben wir es davon gehabt, gibt natürlich zwei, drei Geschichten, die du dann erzählst. Mhm. Und das tut dann aber nicht sie schmälern. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das heisst, ich habe das Gefühl, dort ist es schon recht deckungsgleich. Es ist einfach noch ein bisschen persönlich im Podcast. Im Podcast erzähle ich es einfach, weil wir darüber reden und nicht, weil ich am Schluss super Gag will haben. Ja. Und was fast noch am meisten Einfluss hat drauf ist, klar, das meiste, was ich erzähle, stimmt, aber das Wissen, dass es eigentlich egal ist, ob es stimmt oder nicht. Jetzt im Comedy-Programm meinst du, oder? Ja, und das schwingt irgendwie auch noch über auf den Podcast. Weißt du, wenn du, ja, ist so meine Empfindung, wenn ich frei bin und mich frei fühle, indem ich etwas auf der Bühne erzähle, was nicht ganz stimmt, wo einfach eben, damit der Schlussgag funktioniert, und ist einfach nochmal ein bisschen ein drüber. Mhm. Und ich mit dem mich wohlfühle und auch akzeptiere, dass Menschen das Gefühl könnten haben, dass das zu 100% stimmt, dann befreit mich das ein bisschen für einen Podcast, weil who knows, was da stimmt und was nicht, oder? So, weil, ich meine, es gibt so Menschen, wo du sagst, das ist ja konstante öffentliche Person. Mhm. Und natürlich bin ich nicht konstante öffentliche Person, sondern ich zeige auch ein bisschen etwas Privates. Und trotzdem, alleine, wie man sich gegenüber einem älteren Teil anders verhält als gegenüber einem Partner und gegenüber Kollegen. Wir sind alle ja immer irgendwie anders. Trotz unserer permanenten Präsenz auf Instagram und weiss gar nicht, wo eigentlich. Genau, ja. Genau. Ist eigentlich das Gleiche da, wo du einfach so irgendwie die einfach, ich merke so, wie ich mich mit gewissen Sachen wohlfühle und mit anderen. Das Gute ist, es geht ja eigentlich auch nicht um mich. Mhm. Natürlich erzähle ich mega viel von mir. Aber wenn es mir jetzt unwohl wird werden, dann erzählst du oft wieder. Tust du dich oft doch ein bisschen um Kopf und Kragen reden und ich nehme einen Schritt zurück machen. Dann sag nochmal, was findest du genau toll an Blackface? Ja, genau, dann tun wir wieder auf das zurückgreifen. Nein. Einfach mal ins Holz schlagen. Nein, ich finde das eben eigentlich, ich habe mir das auch noch nie so überlegt. Darum wahrscheinlich so eine mega lange Antwort. Ich mache mir viel zu viel Gedanken. Eben, du bist eh so ein Mensch, der sich zu allem immer irgendwie dreimal Gedanken macht. Mega! Du hast es mitbekommen mit dem Podcast. Yeah. Und ich erlebe es momentan wieder mit YouTube. Wieso? Was ist mit YouTube? Weil ich eigentlich schon längstens wir wollen auf YouTube aktiv sein. Mhm. Und dann aber immer wieder irgendwie finde, nein. Das muss noch. Mhm. Wenn denn das ist, die Umstände so sind, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, ist aber etwas anderes, was dann gar nicht stimmt und so. Ja, ja, ja. Und schlussendlich schiebe ich es jetzt wieder irgendwie 4-5 Jahre vor mir her oder so irgendwie. Mhm. Darum, ich bin glaube einfach so. Ich glaube jetzt mittlerweile mit 33 Jahren kann ich sagen, dass mit dem Überlegen und Gedanken machen ist jetzt einfach ein grosser Bestandteil von mir. Ja. Was auch nicht immer so schlecht ist. Nein, das sagt ja niemand. Nein, aber manchmal kann man ja einfach machen.
Die Frage ist, ob es ein Kuh gut kommt bei mir. Ich bin einfach nicht der Typ für da. Ich glaube, es gibt so die Bauchmenschen. Ja, ich weiß im Fall nicht. Das ist jetzt auch wieder so etwas, was ich mittlerweile eingesehen habe, dass ich vielleicht mit 33 nicht zwingend besser werde dem, was ich mache. Hoffentlich schon, aber nicht sicher mit dem Moderieren. Aber ich weiss, glaube ich, je länger sie mehr, was zu mir passt und wo ich funktioniere, in welchem Setting. Und dass man dann hoffentlich, je länger dass man das macht, auch mehr Chancen hat, um auswählen und nicht einfach nur quasi Sachen macht, um den Big Break überzukommen. Ja, und eben auch, klar, vor allem, wenn du es dir noch ein bisschen länger überlegst, sich auch seine eigenen Chancen kreiert. Oder? Eben zum Beispiel YouTube. Also YouTube hast du ja dann, was auch immer du machen wirst, ich weiß es gar nicht, aber dort hast du ja dann du die freie Entscheidung und das ist ja dann dein Produkt. So. Ja. Und das hilft ja. Du bist eine Zeit lang recht aktiv gewesen und jetzt mit dem Podcast bist du es ja wieder. Ja, das ist nachträglich, aber das weiß man immer erst, wenn man es gesehen hat. Ist eigentlich der grosse Fehler, dass, wo ich im 2012 oder 11 oder keine Ahnung, was es da war, schon Sachen auf YouTube gehauen habe, dass ich nicht konstant weitergemacht habe. Ja. Weil aber wir sind wieder zurück bei der Konsequenz. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal von dieser Beständigkeit gehabt. Weil wenn ich so, es ist immer so eine Rusche bei diesen Wellen, oder? Und das Grundrauschen ist dort schon mega hoch gesehen. Und dann hat es halt auf so 3-4 Jahren ist wie weg gewesen. Und dort habe ich wirklich nie etwas gepostet. Natürlich ist in dieser Zeit, ich habe es wirklich genau zurückrechnen können, wenn ich sage, aha, warte, jetzt 2015? Dort ist dann Anfang 16 ist Jacopo Müller gekommen, Comedy aus dem Labor, Swiss Comedy Award, da. Das heisst, ich habe gewusst, dass es sind Sachen von mir auf YouTube drauf und habe nie überlegt, dass ich vielleicht auch auf meinem Channel etwas drauf knall. Sondern es sind immer neue Videos gekommen von mir. Und das hilft sicher irgendjemandem. Aber nachträglich würde ich jetzt sagen, hat nur einmal im Monat irgendein Video aufgehauen, hat es brutalstens etwas gebracht. Ja. Jetzt ist das Grundrauschen höher als damals, aber ja, was wäre, wenn, bla bla. Ist auch nicht so wichtig. Aber es ist eigentlich krass, weil es mega früh war und dann halt auf die Zeit gelassen. Ja, eben. Hätte, könnte, sollte, hätte man das dort schon gewusst quasi. Und hättest können deine Energie vielleicht auch anders investieren, aber im Nachhinein ist man immer schleuer. Ja, und ich habe auch nicht wirklich mega Content gehabt. Aber ich habe einfach den Auftritt repostet. Und das habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Und mit dem Podcast habe ich ja wirklich etwas, was ich posten kann. Genau. Weil ich habe mich immer gewehrt bei allen Sachen. Von YouTube über Social Media, Insta, whatever. Habe ich mir immer gewährt, Content extra nur für das zu produzieren. Also kannst du schon, wenn du dermassen viele Stunden pro Tag Zeit hast. Ja, wenn ich sage, die Kreativität, die ich für das aufwenden muss, für das es dann einmal und in der Untiefe vom alten Fingerbeweger weg ist, die Kreativität nutze ich lieber und dafür ballere ich jedes Jahr ein Solo-Programm raus. Also, da ist das perfekte Setup, oder? Wo das dann quasi möglich ist. Also irgendwie, absolut. Wo du dich nicht selber musst darum kümmern, sondern kannst in dem Sinn auslagern. Absolut. Das ist auch ein Traum. Danke, wirklich. Christoph. Also ich habe vorher darum eben geschwind das Mikrofon angeschaut. Yeah. Zu deiner Frage auch wieder zurückzukommen wegen dem Podcast. Sind wir zu lang? Nein, alles gut. Gut, ich muss nachher nicht langsam gehen. Ich habe das Mikrofon angeschaut, was es ist, weil ich habe meine alten Mikrofone verkauft. Meine USB-Mikrofone. Ja. Zu mich selber unter Druck setzen, zum neu kaufen. Ja. Shure SM7B. Christoph? Jetzt wird es ganz technisch. Kennt ihr nicht? Okay. Sind okay. Die besser für Podcast. Ich würde eigentlich, also der Christoph weiß es auch, ich wollte eigentlich, keine Ahnung, wie die heißen, ich wollte die schwarzen, die wo noch ein bisschen mehr Strahlung haben. Die sind noch mal. Strahlung. Ja! Das Ding, jetzt wird es sehr technisch, nimmt eigentlich nur auf, wenn du möglichst zentral von vorne reinredest. Also nicht so, wie ich jetzt die letzte Stunde 15 Minuten gemacht habe. Wenn du dann ist schon mega schlecht. Ja. Und
die anderen, die nehmen so wirklich den gesamten Raum auf, sozusagen. Ach, das wäre doch nicht das, so gut. Eben, das geht aber erst, wenn es nicht mehr so, ha! Wenn es nicht mehr so halt. Mhm. Und darum, also es ist auch eine sehr kleine technische Sache. Und weißt, es hat mir auch schon mal jemand, hat mir schon mal geschrieben, irgendwie auf Instagram, übrigens, die Podcast halt ein bisschen. Ja. Wenn sie, ah, wirklich? Danke für die Info. Wo man aber an dieser Stelle muss erwähnen, der, der es immer irgendwie noch nicht auf die Reihe bringt, Jacobo. Gut, wirklich? Ja. Mit dem iPhone, Dude. Ja. Dave. Also, mein Home-Podcast oder mein Solo-Podcast, da habe ich auch mit dem iPhone aufgenommen. Ja, aber das ist nicht irgendwo im Bundeshaus, genau. Irgendwo im Gang. Das ist dann halt Gang. Wirklich einfach so quasi vor das Gesicht gehabt und dann geht es einigermaßen, dass es mal 25 Minuten losbar ist. Ja. Aber ja, er hat mir erklärt, er hat sogar das Mikrofon angeschlossen. Das heisst, er nimmt oft über den falschen Channel auf. Das wollte ich sagen. Also ich finde auf die Vorstellung so geil, dass der Fick da irgendwann immer hockt mit so einem riesen Mikrofon, wo er wahrscheinlich auch noch eine Stunde lang in der Hand hebt und sagt, so, jetzt, Julian, erzähl mal. Und am Schluss tut es einfach, das wäre schon auf der Scheisse. Ja, es ist wirklich Horror. Also, es hat mich auch schon dazu bewogen, zum Abschalten, weil ich fand, hey, ich kann das meinen Ohren nicht zumuten. Wobei ist es besser geworden? Weil er hat jetzt einen zumindest hat er mal in einem Radiostudio aufgenommen. Oh! Ja. Ich weiß nicht, ob ich da Roast-Jokes drauf habe. Wir haben ja mal einen Roast gemacht auf Victor Jacobo. Das hast du mir, glaube ich, sogar noch erzählt, dort mal. Und dort habe ich sicher einen über seinen Podcast auch drin gehabt. Mhm. Da. Oh mein Gott. Das ist voll. Weißt, wenn du oben dort bist und alle machen nur so Witz, dann bist du ja so wie. Dann ist so, irgendwann bist du so wie gelevelt. In einer Euphorie rein oder so. Ja, und du bist so eingepegelt. Also weißt du, es ist so, die Schmerzgrenze ist nicht, völlig nebeneinander gesetzt und es wird viel mehr toleriert. Aber wenn ich jetzt, nachdem ich mit dir da über all das geschwätzt habe, wo wir heute geschwätzt haben, und dann liest du das so Zeugs, musst du sagen. Jesus! Da. Bist du sicher, willst du das vorlesen? Ja, nein, der mit dem Podcast geht, der ist easy, das weiß ich. es hat ein paar gute. Ja, ich finde es schade, dass der nicht richtig aufgenommen worden. Sprich, es ist gut, weil wir haben auch gesagt, das muss eben so ein unique Ding bleiben, was dort passiert. Ein bisschen dieser Bubble rein. Ah, da, schau jetzt. Natürlich, wenn du einen Roast-Joke machst, probierst du natürlich möglichst viel gleichzeitig durchzukriegen. Klar. Das ist hier auch gesehen. Zuerst habe ich über die Patti Basler-Witz gemacht und dann habe ich gesagt, man kann es aber positiv sehen, man könnte sagen, die Wortspiele von der Patti Basler sind etwa gleich gut wie die Tonqualität vom Podcast vom Victor. Schön. Und das ist ein Kompliment. Ich finde Tonqualität wirklich Bombe, wenn man bedenkt, dass der Victor den Podcast jeweils mit seinem Reichstagsgrammophon aufnimmt. Das ist okay, gell? Ja, das ist. Kommt auch historisch jemand an. Ja. So, von der Geburtsdaten her, und das sind wir im Bedenken. Aber ich weiss, du hast deinen nächsten Gast schon bald, gell? Ja, also wir haben schon. Du willst gehen? Nein! Wir haben kein Codewort abgemacht. Und Haarschieben. Kein also Safe Word. Ich weiss, du hast bald deinen nächsten Gast. Nein, ich weiss. Hast du mir vorher gesagt? Ja, halb Stunde. Du machst den Joe Rogan heute. Du ballerst 3 Gäste am Tag durch. Das darf man sagen, oder? Ja, natürlich. Ich habe sogar den Anstand gehabt, da kommt der alte Medienhaas. Ich habe den Anstand gehabt, nach dem ersten Podcast schnell das T-Shirt zu wechseln. Einfach damit ein bisschen. Die Aufmachung. Ja, auch für die Leute, die sich wirklich mir machen, das zu schauen, dass man denen einen kleinen Respekt zahlt. Weil ich es mir wert bin. Genau. Weil ich sage mal so, wenn ich das T-Shirt nicht wechseln würde, das wäre wie, wenn jemand würde mit dem Käppli im Radiostudio moderieren. Womit wir wieder full circle kommen. Das ist so aufgelegt gesehen. Ja. Ich habe 3 habe ich noch nie geschafft. Ich glaube 2. Und ich habe dort schon gemerkt, beim zweiten bin ich so... Ja, mäßig. Wirklich? Witty war, hatte ich das Gefühl. Ah ja? Ja. Weiß jetzt nicht, wie dein dritter wird, aber. Wie mein dritter wird. Ich habe es schlau gemacht, beim dritten habe ich einen Komiker, der muss performen. Der Reto Jost. Voilà. Den Zwang hast du bei mir nicht, oder respektive den Druck habe ich jetzt nicht verspürt. Nein, aber ich finde, also bei uns tut es ja schon gut viben. Also, wir können ja wirklich auf der Arme sitzen und dann haben wir 1,5 Stunden durch. Das muss jetzt unser Publikum da, dein Publikum, eben, ich find, raten. Also, es ist zumindest einfach zu machen. So, keine Ahnung, wie es ist zum Losen. Da, okay. Ja, aber ist ja eigentlich auch, also, nicht scheißegal, aber... Nein, aber hast du mal überlegt, deinen Podcast zu versponsern? Hä?
Hey, das ist eine ganz gute Frage. In der letzten Folge haben wir zum ersten Mal präsentiert vor. Ich kann es jetzt hier gratis kommen, eine gratis Erwähnung machen. Der Plug. Chimpy. Kennst du Chimpy? Nein. So grüne Powerbanks, die du im Kiosk gut willst. Doch, natürlich, klar. Ja. Mit dem Äffli. Was macht man mit denen, wenn man zwei von denen daheim hat und schon viel zu lange nicht zurückgebracht hat? Hey, irgendwann mal zurückbringen. Sie sind aber dann zahlst du, oder? Dann zahlst. Nein, du kriegst einfach nichts mehr zurück. Ich habe gehört, dann zahlst du eine Strafgebühr. Nein, du kriegst nichts mehr zurück. Das Depot wird auf immer wie geringer. Kann ich nicht 300 und? Von denen sparen und dann einen Tesla selber bauen? Und was haben wir heute? Also wo wir das aufnehmen, ist der 19. Ich glaube, morgen ist der große Chimpy Return Day. Ich sage jetzt natürlich völlig falsch, wie er wirklich heisst, aber sie sind... Ja, wir müssen auch nicht gratis Werbung machen, sorry. Hey, da müssen wir schauen, dass der Kohle reinkommt. Nein, los jetzt. ich habe das, halt gesehen, weil ich ja tatsächlich mal die Webseite besucht. Da, morgen, wir holen deine alten Chimpy Powerbanks ab. Und du musst sie einfach nur in den Briefkasten werfen. In 7 Stunden 55 Minuten. Muss ich denen sagen, dass ich einen habe? Das wäre vielleicht noch wichtig. Vielleicht. Ja, gut, also. So wissen wir, dass am 20. August Chimpys in deinem Milchkasten sind. Also wenn ihr jetzt das lasst, dann ist es vor 9 Tagen. Julian. Hey, pst, nicht meine Adresse. 079. Ja, nein, aber ich schicke dir schnell den Link. Mhm. Weil dann hättest du wirklich etwas Gutes gemacht. Weil sie sind jetzt mittlerweile Solarbetriebe. Wer? Ah, Chimpys. Also du meinst, die Energie, die auf die Powerbanks geht, kommt aus Solarstrom. Genau. Und darum sind sie ja mega happy, wenn die alte zurück ist. Gott, die seltene Erde. Ich habe trotzdem irgendwo aus welchen... Damit das in Circle of Life kommt. Meine, wo nicht darfst sagen, unter was für Bedingungen die hergestellt werden. Francis Ngannou. Das ist absurd. Vielleicht für euch, wenn er da jetzt gerade am Suchen ist. Francis Ngannou, UFC-Fighter, hat sich als Kind in der Sandmine von Kamerun verdient. Das ist absurd. Und ist jetzt einer der Heavyweight-Contenders der UFC. Ja, ist ein sehr beängstigender Mensch. Kurzer Ausflug. Geht mal googeln. Es ist Francis Ngannou. Ja, da muss man mal anschauen. Freak of Nature, kann man so sagen. Nein, jetzt müssen wir keine Werbung mehr machen. Du hast es nicht versponsert da. Es ist nicht alles gratis. Gut, ist ja schon durch. No free lunch, gut. Ist schon durch, gib deine Dinger zurück. Dann läuft's. Hast du mir das geschickt? Ja, ich hab's dir geschickt. Hast du gesehen, ich bin richtig professionell unterwegs, habe mein Handy-Flugmodus da auf der Seite. Wahnsinn. Dass wir da... Dass wir es richtig fühlen. Hast du das auch mal... Oh, sag du zuerst. Hat es schon jemand liegen auf dem Tisch und während dem Podcast so angefangen, ein bisschen SMS lesen und WhatsApp lesen? Nein, so extrem nicht. Nein, aber natürlich lässt du irgendetwas liegen und so. Also hast du den Büssi in dem Fall noch nicht auf dem Podcast? mit dem Büssi habe ich den Rekord angekriegt. Mit dem Büssi haben wir über 2 Stunden gemacht. Wirklich? Ja. Da habe ich doch jetzt doch ein bisschen gemein. Er kann es schon. Er kann es schon. Natürlich ist schon viel dran. Er kann es schon. Ich habe früher noch das Gefühl gehabt, der Büssi hat einen Bot, wo immer alles liked. Ach, ja. Dann habe ich gemerkt, nein, es ist wirklich auch. Ja, ja. Alter Löff. Du hast auch sagen, du hast auch noch etwas ausführen. Ja, und zwar, ob das bei dir auch so ist, im Podcast, dass du zum Teil, es klingt jetzt mega, mega, fühlst mich, was weiß ich, aber dass du zum Teil so das Gefühl hast, das ist jetzt ein Trip gesehen. Dass du einfach 1,5 Stunden gelabert hast und du hast keine Ahnung mehr was und du steigst so wie aus. Mhm. Das habe ich vor kurzem, als ich Michel Kalt habe, das gesagt. Ja. Es gibt einfach so, nicht jeden. Bei gewissen bist du eben, je nachdem, wie viel du gepennt hast und eben fühlst du dich nicht so, oder keine Ahnung was, bist du ein bisschen mehr am Nachdenken, fuck, was haben wir schon beredet, wo gehen wir noch hin, kann ich noch mal Bezug nehmen auf etwas, ist irgendetwas offen geblieben, wo wir noch müssen besprechen, so. Und bei anderen sitzt du an und es macht einfach und dann hat irgendwann, so wie die eine Werbung, ich weiß nicht mehr, was es für eine ist, wo, ich glaube, er trinkt etwas oder so und dann macht es schnell. Und Spirituose? Ja, weiß doch nicht mehr. Liquid Cocaine. Ich glaube, man kann es vergleichen wie ein Date. Wenn du ein Date-a-Date hast, wo du hockst an. Also, bis jetzt habe ich noch nie nach 5 Minuten gebumst, aber egal. Du schaffst es, die Magie aus jedem Moment rauszunehmen. Ja, wie ist das so?
ich finde es wirklich, es ist ein bisschen wie ein Date. Du hockst an und manchmal schon kannst du Karten aufklappen und du weißt, mit dieser Person wird es viel zu schnell vorbeigehen, der Abend. Yeah. Und bei anderen hockst du an und merkst, Wobei, das habe ich noch, das hab ich noch nicht so Zug, gehabt. Das habe ich noch nicht so gehabt, weil bis jetzt, vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, bis jetzt habe ich wirklich nur Leute eingeladen, wo ich gut bis, also gut, Tom Giesler, mit dem habe ich es davor gehabt, ihn habe ich nicht gut kennt, aber ihn habe ich schon mega gespürt. Ja. Das klingt jetzt blöd, aber einfach, es gibt so Menschen, denen sagst du, hallo, eben, du weißt, wie bei einem Date. Du weißt, ah, so, jetzt doch, jetzt, ja, jetzt ich doch. Ich gebe dir ja recht, ich gebe dir ja recht, wo du sagst, eben, das vibet, das kommt gut, so, oder? Aber ich habe natürlich noch nicht gehabt, wenn fährt der nächste Zug? Hallo, hallo, hol mich hier liebe raus. So und so oder lieber so und so. Ich mache einen Podcast, hättest du mal Lust vorbeizukommen? Aha, so. Ja. Weißt du, das meine ich. Okay. Das habe ich noch eher gehabt bei der Primetime-Show, wo wir irgendwie, eine Band haben wir mal gehabt, das sind so verdammt die Wichser gewesen. Wirklich richtige Arschlöcher, wo ich das Gefühl hatte, sie sind Oasis. Mm. So, weißt du? Mm-hmm. Aber natürlich, also ich könnte dir sogar jetzt einen Namen sagen und du wüsstest nicht mal, was es ist. Ja, musst nicht. Nein, aber ich sag nur, also weißt du, hat es mega gebracht. Ja. Yeah. Und das ist dann eher noch passiert mit dem Kollegen Manu Thalmann, wo geschaut hat, dass wir geile Bands haben. Ich meine, wir haben in der Primetime-Show damals Pegasus ist auftreten. Geil. Weißt du, wo jetzt nie mehr würdest kriegen. Aloe Black auf dem Featuring haben und so. Ja, also unvorstellbar. Und wir haben ein paar von so von diesem Level gehabt. Und dann hast du halt eben mal so eine Band, wo irgendwie Tabu, also ja, cool und so weiter und so fort. Und dann hast du aber mal so eine Band, wo du wirklich so sagst, ja, okay. Wir haben es jetzt gemacht. Ich glaube, ja. Mhm. Sprich, wo der Vorhang zugeht, sagt Manu Thalmann, sagt, so, jetzt mal ich mal schön durchschnaufen. Vor der Sendung oder nach der Sendung? Nach der Sendung. Immerhin. Ja, ja, ja. Wenn es nach der Stellprobe ist. Bis wir auf der Bühne gesessen sind, ist okay gewesen. Und der eine, der eben der Hauptwichser gesehen ist, ich bleibe bei dem Wort. Das ist gern, gell? Ja, es ist schon ein gutes Wort. Mhm. Für mich das Gefühl, das ist ja 2020 immer noch akzeptiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei gewissen Wörtern musst du sagen, sag es lieber nicht mehr. Mhm. Aber Wichser ist so. Das schneidet so durch alles durch. Es ist so wie ein Frischbackbrötchen, wo du Butter drauf schmierst. Also. Mhm. Ist das letzte beim Familienessen komischerweise nicht so gut angekommen, aber... Der sagt dann sogar, der hat genau gewusst, was er gemacht hat. Er hat gesagt, ja, er hat einfach mal Lust gehabt. So, das ein Zäusli. Ja, er hat einfach Lust gehabt, jetzt eben so zu sein. Und darum, im Podcast habe ich das jetzt nie so gehabt. Weil eben bis jetzt kenne ich alle Leute noch und Maxi auch. Und ich glaube, bis ich an den Punkt komme, lade ich halt oft wieder die Leute ein. So, ich glaube, ich behalte es bei dem. Ja, also eben, wenn es funktioniert und vor allem das Wichtigste ist, eben dir Spass macht, oder? Ja, dann wieso etwas daran ändern, wenn es so flutscht und geil ist und Spass macht und so? Ja, und vor allem eben, weil es auch immer in völlig verschiedene Richtungen geht. Mhm. Also manchmal ist es so mega Insider-Talk, kannst du sagen, über irgendwie, wie es sich anfühlt, ob du jetzt davor 100 oder 300 dort und dort spielst. Mhm. Und manchmal ist es einfach... Eben so eine Reise durch Popkultur und... Baby Noise. Was weiß ich. Hey. Und manchmal ist es also... Der Giesler gesagt, Seelenstriptease. Also ich habe bei ihm das Gefühl, das ist jetzt so fast eine Therapiesession gesehen. Gut, aber das ist sein Talent, oder? Also wenn du mit dem zusammenhockst und der schaut dir einmal in die Augen... Ja, ja, ja. ...findest du gerade so... Ja. Ja, ja. Der schaut mir jetzt gerade durch die Seele durch und der weiss ganz genau, wo es da vielleicht irgendwie in mir rein nicht so alles beim Richtigen ist und so. Ja, der hat ein extremes Menschengespür. Ja, ja, ja. Extrem. Aber bei Dates, um zu schnell zu dem kommen, ich bin immer noch an der Analogie und überleg noch, weißt du. Bitte nicht zu viel. Nein. Hast du sicher auch schon gehabt, dass Dates mega toll können sein, aber du kannst mit dem Mensch sonst nicht. Das so wie ein Date funktioniert eigentlich, aber wenn es dann wird einen Schritt weiter gehen, irgendwann, also, aha, einfach so Alltag bestreiten, vergiss es. Gut, ja, das ist, ja, klar. So, weißt du? Ja. Und lustigerweise,
empfinde ich das zum Teil auch mit Menschen aus ja, Medienbranche, Entertainment, was weiß ich, wo du irgendwie so, keine Ahnung, du findest, wow, wir haben es mega gut. Wirklich, wir haben es super. Aber ich könnte nie mit dir an ein Konzert oder ins Kino oder einfach mal essen. Ja. Und mit anderen, wenn du sagst, irgendwie, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich unterwegs nicht mehr sieht oder so, aber mal etwas trinken, ist kein Problem. Mhm. Ich finde es noch lustig, weil irgendwie, das sind so verschiedene Sphären. Ja? Mhm. Mega. Mhm. Hast du das auch? Total. Und ich finde aber auch, es muss nicht zwingend sein, dass mit jedem Mensch immer das Gleiche oder überall kannst machen, ja, ja. Sachen unternehmen und so weiter. Ich finde, es hat durchaus seine Berechtigung, dass gewisse Leute sag jetzt mal anders ticken und mit denen gehe ich dann jetzt vielleicht halt nicht auf Sulgen als Panzer treffen. Ja, aber du machst ja so Zeugs wirklich. Love it. Love it. An dieser Stelle im Fall muss ich euch etwas empfehlen. All Gas, No Breaks. Das ist mein neuer Lieblings-YouTube-Kanal. All Gas, No Breaks. Das ist irgendein Dude. Und der hat einfach einen absolut etwas, ja. beschissenen Anzug an. Hat Gott ein bisschen die Richtung von Hermes, die unteren 10.000. Mhm. Von, was hat es geheißen? Hallo Österreich oder so. Ja, willkommen in Österreich. Willkommen in Österreich, genau. In dem Stil, er hat einen mega blöden Anzug an und so ein altmodisches Mikrofon und geht dann irgendwo mitten in der Corona-Pandemie, 4th of July, irgendwo in Florida an den Strand, wo natürlich alle wirklich sich einen Scheiß drum gekümmert haben und hebt dann oft im eigentlich Sinn aus Mikrofon an. Und der Rest passiert einfach. Mhm. Und der hat aber so das Gespür, welche Leute natürlich das muss angehen. Und das sind also jenseits die Bilder, die es da gibt. Und das, ich muss so ganz viel vorne wegnehmen. Aber von wegen, das finde ich dann auch wieder spannend. So ein Format finde ich eben auch noch spannend. Ja. Zum die verschiedenen, ich finde so irgendwie, wie Menschen ticken, das finde ich mega spannend. Das sind eigentlich wirklich geile Sachen gesehen von Ali G und Borat und so weiter und so fort. Oder? Wo der Sacha Baron Cohen zum Beispiel als Bruno, der Film ist wirklich absolut die Grütze gesehen. Das habe ich wirklich schlimm gefunden. Mhm. Aber die Figur Bruno, wo früher zum Beispiel irgendjemand in Kalifornien an den Strand geht, zu so Frat-Dudes. Ja. Hast du das mal gesehen? Das sind es, glaube ich, nicht. Aber ich finde, oh mein Szenerie Gott. Ist schon mal schön, ja. Das nehmen wir jetzt noch schnell mit zum Schluss. So. Ja. Ich würde sagen, nachher schliessen wir ab. Genau, ist gut. Genau, das nehmen wir jetzt schnell mit zum Schluss. Jetzt musst du schnell noch 3 Sekunden reden, weil für das machen wir jetzt nicht eine Pause. Könnt ihr jetzt ein Einspielen, Christoph? Oder wie macht ihr jetzt das? Ja, also. Und so wegen YouTube wird man da nicht geflaggt, wenn man fremden Content... Wir sagen nicht, alle recht sind bei uns und ich mache so ein kleines Feldchen und ich tue es auch nur kurz einblenden und du weißt, wie es ist. Zitatrecht 30 Sekunden, oder? Was meinst du? Zitatrecht 30 Sekunden. Irgend sowas? Ja, habe ich auch mal gehört. Also beim SRF ist es eh nicht so ein Problem. Das habe ich ja gemerkt, nachdem ich die ersten Fernsehauftritte in Deutschland hatte. Weißt du, zum Beispiel Quatsch Comedy Club. Mm. Quatsch Comedy Club kommt auf Sky One. Ne? Mm-hmm. Und danach machst du die Auftritte und danach irgendwann willst du auch den Auftritt sehen. Ja. Oder? Und danach schreibst du und Quatsch Comedy Club und sagst, hey, ich bin ja bei euch auftreten für die Fernsehsendung. Kann ich den mal sehen? Und dann heisst es, dann müsstest du die Produktionsfirma fragen, weil wir haben recht nicht, sondern das sind die Produktionsfirma. Und du sagst, aha, und ja, wo sind denn die? Und lalala. Und dann merkst du, für so etwas ist natürlich das SRF schon geil, öffentlich-rechtlich. Fuck that, zieh es dir einfach da runter. Kommst du das Zeug über. Ja, schön. So, wieso kann ich jetzt nicht hotspotten? Das ist jetzt mega brought that podcast to a screeching halt, wo jetzt du da... Nein, so, normalerweise macht man für das eine Pause, aber das bringt es jetzt nicht mehr, so eine Pause zu machen. So, Hotspot, bum bum. Du musst eigentlich nur den Anfang schon sehen. Das An reicht. Eternity later. A few moments later. Was habe ich gesagt? Bruno? Ja, Fred. Ja, genau, irgendwie so. Die sind oft immer dankbar. Die Fred Guys. Daytona ja. Beach Wrestling. Ja, schön. So. Und dort hat er noch, dort hat er aber noch eine andere Frisur. Drücken genau. Oh ja. Und es ist immer alles sehr auf
Homoerotik getrimmt von Emus. Aber sie checken nicht wirklich, dass es auf das getrimmt ist, oder? So, Bros, we're coming in here, grabbing. Great. Pulling down. Nice. Shooting for legs nice. Here. All right. All right, see what I'm saying? It's quite yeah, there mega. You go. There you go. Yeah. Er langt ihm auf den Oberschenkel. Okay. Yeah, there you go. Now, step here. Yeah. Und so weiter. Und mein Lieblingsteil ist eben eigentlich... Ich liebe halt Wrestling, gell? Darum, für mich ist es gerade doppelt spannend eigentlich. Ja, so. Ja, mein Lieblingsteil ist eigentlich, ist, wenn er sie immer beauftragt. Ja, genau, beauftragt sie immer, dass sie mir sagen, P-A-R-T-Y. Und jedes Mal sagt er, noch ein bisschen mehr Energie, komm. Du bist der Typ links, musst du mal anschauen. Okay, just do it, but with more energy, okay? Okay, so... Perfekter okay. Hype-Team. Wow! Okay. Okay, you ready? Go! P-A-R-T! Mit der Links! Oh, ich liebe die Amerikaner. Und das wird oft immer wie mehr. So, let's und jetzt do it, but with more energy this time. That was a little bit low. Because it's going to be the front of the show. Go! P-A-R-T! Okay, great. Let's see our pectorals. Let's see our pectorals. Oh, I love it. Und danach hat der Schluss ist natürlich, wenn er ihnen sagt, so, und jetzt dann noch eine Message für die Gay Community in Austria. Und dann ist natürlich die komplette Classic. Eskalation. Und bei diesem Einspieler, das erzählt auch der Sacha Baron Cohen, ist dann tatsächlich sein Kameramann auch ins Gesicht geschlagen worden, vom einen. Ja. Nachdem das rausgefunden worden ist. Überrascht mich jetzt auch nicht groß, dort mal in diesem Setting rein, oder? Also, okay. Hey, nein. So, ich finde, das ist wirklich ein schöner Schluss. Ich finde auch. Weil vor allem die nicht den YouTube-Channel schauen, die haben wahrscheinlich gesagt, komm, du schalt jetzt einfach schon weiter. Aber wir haben es nicht beschrieben, wir hätten müssen beschreiben, was man sieht. Ja, ja. Natürlich. Aber das Audiodeskription. Perfekte Schluss in dem Fall, Rausschmeißer-Clip so. Absolut, absolut. Und bald wieder. Schön gewesen, danke vielmals. Wenn du willst, kannst du auch auf deine aufhauen. Das mache ich nicht. Das wäre ein bisschen dreist. Hat der Fick da mal gesagt. Hat gesagt, ich warte, ob er gut ist und dann kann er auch bei mir draufladen. Nein, das nein, ist der Feel-Good-Podcast. Anytime wieder. Sehr gern. Und alles Liebe. Ebenfalls. Grüß der, danke für der die Familie. Gut. Helfen Sie nicht, das Leben ist bitte helfen Sie nicht, das Leben ist schwer genug. Ich muss noch fahren, darum lieber kein Cookie mehr für mich jetzt. Das ist gut. Ade. Bis bald. Tschüss. Oh, ein geiler Geräusch-Effekt zum Schluss. ASMR.